Jetzt müssten wir live sein. Wenn ich es richtig sehe, sind wir live. Ja, wir sind live. Super. Hallo, ihr Lieben. Und heute, wie gestern schon versprochen, die Fortsetzung oder der zweite Teil oder ein neues Interview, wie auch immer, wieder mit Mariam Wienen. Manche von euch waren ja gestern Abend dabei. Wir haben ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, ich sehe auch schon die ersten Klatschehände. Hallo, Petra. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, Biene. Aha, da kommen schon die ersten wieder, die gestern dabei waren. Super. Sehr schön. So soll das sein. Und wir werden heute einfach da mehr oder weniger weitermachen, wo wir gestern waren, wo wir gestern aufgehört haben. Weil wir haben gestern zwar das Thema gehabt, Singlefrust und Selbstwert. Also was macht das Singlefrust mit deinem Selbstwert? So richtig viel haben wir da gar nicht im Detail drüber gesprochen, sondern wir sind dann so schnell auch auf das eingegangen, was die Teilnehmer gefragt, gesagt, kommentiert haben. Und so ähnlich wollen wir es eigentlich heute auch wieder machen. Das heißt, wir werden uns nicht unbedingt an dieses Thema Singlefrust und so weiter halten, sondern wir werden. Was lachst du? Das ist ja immer ein Tick Zeit versetzt bei Facebook. Ne? Ich gucke Ja? und wie ich nochmal schön meine Lippen korrigiert habe, ob alles sitzt. Ach so, Darüber habe ich du gerade schaust gelacht. dich parallel auf Facebook nochmal Ja. zeitversetzt an. Genau, ich schaue. Auch nicht schlecht. Okay. Also für die, die nicht wissen, wovon wir gerade reden, wir sehen uns, also Mariam und ich sehen uns natürlich live, aber bis es auf Facebook ist, sind ungefähr, ich glaube, so 10 bis 15 Sekunden später. Das heißt, da gibt es einen ganz kleinen Zeitversatz, wann ihr uns hört und den ihr aber nicht merkt, weil woran auch, ja, außer wenn ihr Kommentare schreibt, dass wir vielleicht ein bisschen später reagieren, weil da so eine kleine Pause ist. Aber ansonsten, also es sind schon einige da. Dani ist da, Biene ist da, Anita ist da und so weiter. Also wir haben auch mehr, als sich mit Hallo gemeldet haben. Also an die, die sich mit Hallo oder Ähnlichem gemeldet haben, Hallo zurück. Und aber auch an die, die sich jetzt alle zuschalten und noch nichts geschrieben haben. Genau. Ja, Und Mariam. stellt mal eure Fragen. Genau, stellt euch Das schon mal ist eure ja. Fragen. Die kommen aber sicher gleich. Ich wollte jetzt erstmal dich, Mariam, fragen. Du Genau, bist ja erzähl mal. gestern, hast du aus was, Düsseldorf dich Düsseldorf, zugeschaltet. genau. Heute bist du wieder in der Heimat Hamburg. Ja. Und ich aus Regensburg, für die, die es nicht wissen. Also wir sind wieder von überall zugeschaltet. Wie war denn deine Heimfahrt? Entspannt. Ich habe Tony Robbins gehört, irgendwie 1,5 Stunden mit meinem Mann telefoniert und hatte eine entspannte, gute Heimfahrt. War genau die richtige Entscheidung, heute zu fahren und nicht gestern. Weil gestern habe ich ja live, war ich ja live und natürlich in meiner Facebook-Gruppe auch noch aktiv und habe noch die letzten Fragen beantwortet und dann bin ich ganz entspannt heute Morgen gefahren. Aber man sieht, ich bin ein bisschen müde. Also Ja. wenn du so Challenge machst, kennst du sicherlich auch, sind die Zeiten, die Schlafzeiten immer eher ein bisschen kürzer, gerade so am Anfang. Aber das ist okay und ich freue mich, dass wir nochmal live gehen, dass wir nochmal Interview. Ich habe gestern noch ganz viele Nachrichten auch gekriegt, wie super das Interview war. Von Ich daher bin ich auch, mal ja. ganz gespannt, was wir heute für Fragen und Themen haben. Und wer mich nicht kennt, ich bin Mariam, Coach für Singles und Alleinerziehende, helfe euch in die Lebensmitte zurück und damit natürlich auch in die Selbstliebe. Und zur Selbstliebe gehört natürlich auch ein Selbstbewusstsein. Michael, du bist ja Profi, was so Genau. Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein anlangt. Und ich stelle mal einfach eine Frage an dich, bis ihr eure Fragen stellt. Einfach mal so rum. Was ist denn wichtig? Also warum ist es wichtig, wenn man in die Selbstliebe kommen will? Oder warum gehört Selbstsicherheit auch zur Selbstliebe? Oder Okay. gehört es überhaupt dazu? Ja, also dann stelle ich mich auch mal vor, weil da sind ja auch, glaube ich, eine Genau. ganze Menge Leute von dir und gestern habe ich mich gar nicht so richtig vorgestellt, obwohl man sich denken kann, wenn die Seite jetzt selbstsicher heißt, was ich thematisch mache und das ist genau mein Thema. Also vielleicht ganz kurz für die, die mich eben nicht oder nur wenig kennen. Ich komme ursprünglich aus der Businesswelt und mache dort seit knapp 20 Jahren das Thema Präsentation. Und da gehört natürlich auch das Thema Lampenfieber dazu, Körpersprache. Das sind so meine Lieblingsthemen. Also, wie präsentiert man sich? Wie präsentiert man Themen? Und wie wichtig oder was kann man da tun in Bezug auf Körpersprache? Und wie kriegt man sein Lampenfieber in den Griff oder sogar ganz weg? Da gibt es nämlich tatsächlich tolle Techniken. Und aus dieser Idee heraus ist vor ein paar Jahren entstanden diese Idee, das als Selbstsicherheitsthema zu vertiefen. Lampenfieber ist ein Teilaspekt davon. Und eigentlich geht es um Selbstsicherheit, aber
Die Menschen reden meistens von Selbstbewusstsein, wenn sie Selbstsicherheit meinen. Wenn man es aber genau anschaut, dann besteht Selbstsicherheit aus drei Säulen. Säule Nummer eins ist, oder die Reihenfolge ist jetzt, kann man Kupfweg sprungen, kann man machen, wie man will. Eine Säule ist eben der Selbstwert. Also was denkst du über dich? Was sind so deine Glaubenssätze über dich selbst? Was ist dein Selbstwertgefühl? Also wie fühlst du dich? Und all diese Dinge. Dann ist eine Säule das Selbstbewusstsein. Manche nehmen das eben synchron für Selbstsicherheit, aber es ist eigentlich nur ein Teil davon. Selbstbewusstsein heißt, dass du dir bewusst darüber bist, was bei dir da gerade abgeht. Zum Beispiel, welche Gefühle hast du genau? Was machen diese Gefühle mit dir? Welche Gedanken hast du? Welche inneren Bilder hast du? Was machen die mit dir? Also ist ein ganz anderer Teil als der Selbstwert. Und das Letzte ist dann noch das Selbstvertrauen oder wie es eigentlich heißen müsste, Selbstzutrauen, nämlich das, was du dir tatsächlich zutraust und wie du an Sachen rangehst. Das kennt ihr vielleicht auch. Eigentlich wisst ihr, dass ihr was könnt, aber so richtig traut ihr es euch doch nicht zu und dann lasst ihr die Aufgabe lieber, anstatt sie zu machen. Und da geht es natürlich bei mir nicht nur ums Business, aber natürlich stärker ums Business. Aber bei mir geht es natürlich auch um Leute, die eben, was weiß ich, flirten wollen. Also auch letztendlich um Singles, aber nicht in einer ganz anderen Art wie bei Mariam. Oder es geht um Leute, die mit ihrem Partner, mit ihrer Familie, mit ihren Eltern Probleme haben, mit ihren Kindern Probleme haben, die ihren Kindern mehr Selbstsicherheit vorleben wollen. Weil du kannst den Kindern erzählen, was du willst und wenn du tausendmal sagst, du kannst das, du schaffst es, wenn sie merken, dass die Eltern dauernd unsicher sind, dann werden sie auch unsicher, ist doch ganz logisch. Und all diese Geschichten. Also ich habe da ganz, ganz verschiedene Leute, die aus verschiedensten Gründen selbstsicherer werden wollen, aber bei vielen geht es sicherlich auch um den Job, um sich besser zu präsentieren etc. Aber das war jetzt ziemlich lange. Ich glaube, jetzt sind schon Fragen da, oder? Lass mich mal lesen. Ja, also können wir über das Thema anschneiden, man zieht an, was man spiegelt. Ja. Das ist ja auch ein schönes Thema. Genau. Aber ganz kurz noch zu meiner Frage. Selbstsicherheit und Selbstliebe, hängt es zusammen oder hängt es nicht zusammen? Also ich würde dir die Selbstliebe als das Ziel von einem hohen Selbstwertgefühl sehen. Das gehört für mich in diese Säule mit rein, die Selbstliebe, denn ich muss mich lieben, um wirklich einen Selbstwert zu empfinden, zu fühlen und zwar wirklich zu erfüllen, nicht nur zu sagen, okay, ich liebe mich jetzt und dann habe ich auch Selbstwert, so einfach ist es ja nicht, sondern ich muss das wirklich spüren, ich muss das wirklich fühlen. Und Liebe ist ein Gefühl, ich glaube, da sind wir uns alle einig und nichts, was man sich einreden kann oder ähnliches. Und von daher gehört es da ganz stark rein und hängt entsprechend mit all dem anderen auch zusammen, weil ja alles immer da zusammenhängt. Ja, Selbstliebe. Genau. Aber jetzt diese Frage mit dem, man zieht an, was man spiegelt, das ist ja jetzt so eine typische Frage für dich. Das hast du gestern auch in unterschiedlicher Art und Weise immer mal wieder erwähnt oder ähnliches. Sag doch du erst mal was dazu. Ja, das Spiegelthema, ne? Das ist ja ein ganz spannendes Thema, weil viele sagen so, ja, ich habe da so einen Narzissten angezogen als Beispiel. Ich lese mal wieder, im Moment ist ja Narzisst auch so ein bisschen so ein Modewort wie Burnout, ja. Und wann ist aber man wir haben auch prominente Beispiele im Weißen Haus oder so. Ja, na klar, aber deswegen ist nicht jeder Narzisst plötzlich. Also ich lese plötzlich, habe ich das Gefühl, die ganze Welt ist nur noch voll von Narzissten. Das ist natürlich nicht so. Ne? Und da gibt es auch Abstufungen. Ne? Ja. Aber viele sagen dann, ja, ich bin ja kein Narzisst, aber warum habe ich so einen Narzissten angezogen? Ja. Und ich glaube, erstens, wir ziehen etwas an, also jetzt bei Narzissten ist das ein schönes Beispiel, die sind ja sehr egoistisch, ja, die haben ja überhaupt gar keine Empathie für den anderen. Aber ich glaube, dass wir genau das oft auch widerspiegeln, wenn wir solche Menschen anziehen, dass wir entweder auch einen Egoismus in uns haben, den wir halt anders eintüten, weil wir dann nicht der narzisstische Part als solches offensichtlich sind, sondern vielleicht jemand, der sich hilfsbereit gibt, also verpacken das in einer Hilfsbereitschaft und wir tun doch immer und wir machen doch immer, ja, und das ist natürlich auch egoistisch und ja, wobei ich glaube, der Narzisst ist jetzt da ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil der Narzisst ist jemand, der
trotz seines Egoismus gerade die Leute sehr, sehr gut anziehen kann. Das ist ja eine der Eigenschaften von Narzissten, dass sie normalerweise Leute sehr, sehr gut anziehen. Das heißt, da zieht man nicht den Narzissten an, sondern der Narzisst zieht Menschen in seinen Bann und in Ja, aber seinen warte, ich Abgrund. war noch nicht ganz Aber wir haben ja ein fertig. Beispiel mit Nanite, das ist viel spannender. Ja, aber nee, ich finde Narzissten, finde ich, es gibt dir, weil das ist ja, was die Leute interessiert. Warum, Ja. ne, also ja, klar, der Narzisst zieht einem in einen Bann, aber ich möchte behaupten, dass ich heutzutage keinen Narzissten mehr anziehe oder der mich gar nicht in seinen Bann ziehen wollen würde, weil er viel zu viel mit mir zu kämpfen hätte. Ja? Er würde Das vielleicht wollen, scheint. aber wird es bei dir nicht schaffen, weil du gefestigt bist und das ist was Genau, und anderes. Jetzt den Spiegel. Ja, das heißt, einmal spiegelt er vielleicht, dass wir auch einen Egoismus haben, den wir vielleicht nicht leben oder verkappt leben. Oder er spiegelt uns wieder, dass wir keine Grenzen setzen können. Dass wir uns immer verlieren für einen Mann zum Beispiel oder eine Frau, ne, kann ja auch umgekehrt sein. Und dann ist das die Lernaufgabe. Also ein Spiegel heißt für mich nicht, es spiegelt immer das wider, was ich auch in mir trage, also dass ich eins zu eins diese Charaktereigenschaften trage, sondern vielleicht habe ich genau das Gegenteil und das wird mir damit gespiegelt, ja, wieder gespiegelt. Und deswegen wollte ich bei den Narzissten bleiben, weil wenn wir uns von denen in ihr Bann ziehen lassen, die haben natürlich auch was Anziehendes, ne? Die Definitiv. haben natürlich was, also Donald Trump ist ja nicht ohne Grund Präsident geworden, ja. Eben. So Oder und immer wieder jetzt. erfolgreicher, hat immer wieder erfolgreich auch Frauen angezogen. Also auch wenn er das, und ich meine, noch dazu mit seiner Art, wir kennen alle seinen Spruch, Ja, you can grab ja. them by their pussy. Und trotzdem laufen ihm die Frauen immer wieder nach, was für die meisten sicherlich erstmal unverständlich ist. Genau, aber das mit der Niete, da möchte ich natürlich auch drauf eingehen, Biene. Denn ich ziehe leider nur Nieten an. Und jetzt möchte ich dich mal einladen, den folgenden Satz zu sagen. Ich bin eine Niete. Sag den mal, und jeder, der das Gleiche denkt, ich ziehe leider nur Nieten an, sag mal, ich bin eine Niete. Was kommt da? Was für eine Resonanz kommt da? Weil da ist es tatsächlich oft, dass wir unterbewusst denken, ich bin eh eine Niete. Ja, und was ist denn überhaupt eine Niete? Also für mich ist ja eigentlich kein Mensch eine Niete. Ne? Ich meine, auch ein Donald Trump, da denkt man so als Coach, Mensch, warum ist der denn nicht mal zu mir gekommen? Ja. Aber oder zu einem anderen Coach, warum geht der nicht mal zu Morbens oder so, ja? Aber Weil der Raum jetzt Demokrat ist und bei dir vielleicht, ja, weil er Rassist ist. Der Trump, das meine ich. könnte zum Beispiel sein. Ja, Ja. aber ich ziehe immer nur Nieten an. Also fühl mal rein, Biene, was passiert, wenn du sagst, ich bin eine Niete? Weil oft ziehen wir das an, was wir über uns selber unterbewusst denken. Das sind wieder diese Glaubenssätze, die du eben genannt hast, ne? Der Selbstwert. Welchen Selbstwert gebe ich mir selber? Weil wenn du sagst, ich ziehe sie nur an, ist ja schon mal gut, weil dann bist du schon mal in der Verantwortung, finde ich, ne? Ich sage, ich ziehe sie an, dann habe ich zumindest schon mal die Verantwortung Gehst du von übernommen, dir dass aus, ja. ich sie anziehe. Und dann kann man es natürlich auch ändern. Und wir warten mal, bis die Antwort kommt. Das ist ja mal ein bisschen Zeitverzögerung. Und Simone sagt, ich ziehe immer gerade die Männer an, die das Gegenteil von dem sind, was ich gerne möchte. Oder rede ich mir das ein und will genau diese Typen? Ich sehe, die haben alle schon ein paar von den Sprüchen gehört, weil genau diese Zweifel bereits an den Aussagen kommen. Das ist sehr gut. Das ist sehr Ja, gut. Ich ja. finde das super, weil das ist natürlich, wenn Genau. man anfängt, das Die so zu Glaubenssätze ist schon zu hinterfragen, hinterfragen, genau. dann fangen sie an zu wackeln. Ja, Ja. und dann je nachdem, wo sie so sich so befinden, auf unseren inneren Ebenen kann man sie auch schneller oder mit ein bisschen mehr Tiefgang bearbeiten. Und ich glaube nicht unbedingt, dass man das möchte, was man anzieht. Ich glaube aber, dass diese Menschen Komponenten haben, die wir nicht leben und die uns immer wieder aufgezeigt werden. Ja, also ich habe ja gestern gesagt, so früher hatte ich das Freiheit und Nähe. Ja, Ja. da war ich immer im Zwiespalt. Will ich jemand, der mir Nähe gibt, oder will Nicht ich nur du, jemand, ja. der mir Freiheit gibt? Kennst du auch? Und heute lebe ich beides. Ja. Ja, aber ich habe es immer wieder aufgezeigt bekommen. Das heißt, man Bienes Internet war weg. Okay, Biene, dann musst du noch mal nachgucken. Aber ich stelle dir einfach nochmal die Frage, was ich dazu erklärt habe, musst du dann nochmal nachschauen. Ich habe gefragt, sag mal den Satz,
ich bin eine Niete und gib uns mal Antwort, was für ein Gefühl dazu hochkommt. Ja, genau, genau. Das können andere natürlich auch machen, die genauso denken. Ja. Es gibt übrigens so eine Untersuchung, die ich mal gelesen habe, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr von welcher Uni, von welchem Professor oder sonst irgendwas, wo es darum ging, wen wir uns als Partner suchen. Die haben das natürlich nicht aus der einen oder aus der anderen Perspektive, sondern die haben einfach verglichen, wie suchen sich Menschen einen Partner, beziehungsweise was ist an Beziehungen typisch. Und sie haben oft festgestellt, dass die Leute sich durchaus auf einem gewissen Level ähneln, und zwar gar nicht so, wie sie sind, sondern eben so, wie sie über sich denken. Und wenn man über sich selbst jetzt, ich nehme jetzt dieses Wort als Beispiel, weil das kann man natürlich auch viele andere Wörter verwenden, wenn man über sich selbst, egal ob bewusst oder unbewusst, denkt, dass man eine Niete ist, dann sucht man sich auch eine Niete, weil man das Gefühl hat, mehr kriege ich eh nicht oder was Besseres kriege ich eh nicht. Und dieses Gefühl ist bei vielen intuitiv da, egal ob es jetzt um Aussehen geht, ob es um Intelligenz geht, ob es um Finanzen geht oder sonst irgendwas. So dieses, ja, was habe ich denn schon mehr zu bieten, also kriege ich auch nichts Besseres. So dieses Denken. Genau, und Bina hat auch darauf geantwortet, wenn ich das sage, fühle ich mich kleinen Druck im Magen. Okay, und da haben wir das Thema, Bina. Ja, also da haben wir das Thema, du fühlst dich selber als Niete, und deswegen hast du, wie Michael eben schon gesagt hat, denk dein Unterbewusstsein, das kleine Teil in dir ist nämlich ein schönes Beispiel von klein, das wird auch ein Teil in dir sein, was nicht erwachsen geworden ist, und genau da liegt das Problem. Du denkst von dir selber, du bist eine Niete, und deswegen ziehst du Nieten an. Kann man aber relativ leicht auch bearbeiten. Das Ding ist, dass man natürlich, Michael, weißt du auch, ne, Glaubenssätze teilweise, du warst ja auch bei den Großen, ja, die das schulen, kann man die schnell verändern, aber man muss, wichtig ist natürlich dranbleiben und komplett sich beleuchten mal, ne? Das ist eigentlich so. Ich weiß jetzt nicht, bei mir ist jetzt dein Bild eingefroren, Mariam, ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen so ist. Du bist jetzt gerade eingefroren, und zwar auf Skype schon, also wir sind über Skype verbunden. Oh, hörst du mich noch? Ich höre dich noch, aber dein Bild ist eingefroren, okay, ich weiß auch nicht. Bei mir ist es auch eingefroren, aber der Dominik fummelt da gerade schon was rum. Aha, der Dominik fummelt, okay. Sind wir schon wieder beim Dominik. Ja, Gut, manchmal ist aber es die Internetverbindung und es kommt plötzlich wieder. Müssen wir halt jetzt weiter, geht nicht anders. Okay, da muss man halt, ist auch, also auch kein schönes Bild, was da eingefroren ist. Naja, das kann man sich nicht raussuchen. Warum ist das denn jetzt eingefroren? Weiß ich nicht. Aber gut, ihr hört mich, das ist ja, auch gut. Also theoretisch könntest du einmal kurz rausgehen und wieder reingehen, aber... Im Moment geht hier gar nichts. Irgendwie hängt mein Computer, habe ich das Gefühl. Ach so, aber hören tun wir dich. Ich gehe mal kurz, solange du da mit Dominik suchst, woran es liegen könnte. Wir haben noch Petra, die dürfen wir nicht vergessen, die hatte vorhin schon was geschrieben, Simone. Aber ich wollte mal ganz kurz, weil es gerade passt, auf Val eingehen oder wie immer man ihn ausspricht, Val van Hell. Ich hoffe mal, du heißt nicht wirklich so, sondern das ist ein typischer Facebook-Name. Gleich und gleich gesellt sich zwar gern, aber Gegensätze ziehen sich oft an. Da gibt es übrigens auch eine Studie drüber, was denn das Richtige ist, weil im Volksmund gibt es ja genau diese beiden Aussagen. Du hast alles doppelt, na, heute ist ja ganz super. Biene sagt es auch noch, man hört alles doppelt. Das ist auch nicht gut. Ich versuche hier mal zu, was auch immer es ist. Das kann es sein. Hört ihr mich noch? Du mach doch mal im Hintergrund vielleicht deinen Chrome-Browser oder dein Browser aus. Vielleicht. Ich kann gar nichts mehr. Im Moment hängt der komplette Rechner. Ja, super. Dann mach doch mal einen Neustart und komm dann wieder rein. Ja, auch das müsste auch funktionieren. Ich muss jetzt doch mal meinen Mann rufen. Mach du einfach weiter? Ja, genau, mache ich. Ah, es ist auch Eva noch da. Hallo Eva, schön von dir mal wieder zu hören. Aber jetzt zurück zu Val van Hell, der gerade geschrieben hat, gleich und gleich gesellt sich zwar gerne und so weiter. Also da gibt es auch eine schöne Studie drüber, dass Gegensätze ziehen sich an, ist etwas, was tatsächlich funktioniert. Das heißt, relativ häufig finden wir gerade das spannend, was andere eben anders haben, also was wir
bei dem Partner entdecken, was uns selber zum Beispiel fehlt oder was wir uns eigentlich wünschen, was wir selber gerne mehr hätten. Das finden wir dann spannend. Da gehen wir dann gerne auf den Partner zu, finden den toll. Langfristig halten aber meistens eher Beziehungen, wo gleich und gleich sich gesellt hat. Das ist zumindest das, was die Wissenschaft sagt. Natürlich gibt es da immer Ausnahmen von jeglicher Regel, ist ja klar. Aber könnt ihr euch auch so vorstellen, stell dir mal vor, dein Partner ist sehr extrovertiert, du bist introvertiert oder umgekehrt. Ich meine, auf Dauer fängt man an, sich einfach zu nerven und zwar wahrscheinlich gegenseitig. Und deswegen halten Gegensatzbeziehungen meistens nicht so lange, zumindest statistisch gesehen, wie Gleich- und Gleich-Beziehungen. Und wenn man dann noch mit Persönlichkeitsmodellen arbeitet, da gibt es ja jede Menge davon. Ich selber arbeite auch mit einem. Da weiß ich auch zum Beispiel ganz genau, was bin ich für ein Typ. Und idealerweise ist die Partnerin genau so ein Typ. Das ist keine Garantie, dass es funktioniert, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit größer, dass daraus eine längerfristige Beziehung kommt. Jetzt muss ich nochmal schauen mit der Technik, weil Mariam höre ich zwar nicht mehr mittlerweile, aber ich habe es jetzt mal rausgeschmissen, dass sie überhaupt wieder eine Chance hat, reinzukommen. Wahrscheinlich seht ihr jetzt statt Mariam das Skype-Logo, aber das kommt, sobald sie wieder da ist, kommt sie da wieder. Was immer da jetzt passiert ist. Ich muss mal nur kurz schauen, ich kann das nämlich auch ändern, indem ich mal eine Zeit lang auch nur... So, jetzt bin zeitlang nur ich und sobald Mariam wieder da ist, kann ich sie wieder mit einblenden. Ja, also genau, wie Weiß schreibt, das ist auch genau das, was man von der Logik dann nachvollziehen kann, wenn man so mal drüber nachdenkt und die Wissenschaft hat es eben auch bestätigt. Jetzt schauen wir mal, da war ja weiter oben noch, ich scroll gerade mal rauf. Okay, dann schon mal hier meine Frage, ich rede jetzt von Petra. Ich habe festgestellt, da ist ein Teil von mir so ein Sabotagewurm, das finde ich ein schönes Wort, Sabotagewurm. Ach, da habe ich sofort so ein kleines Bild im Kopf. Der fragt, habe ich denn das Schöne, die Freude verdient? Wie kommuniziere ich mit dem Teil? Ja, habe ich das denn verdient? Und das sind wir genau mittendrin beim Thema Selbstwert, bei Glaubenssätzen über uns selbst. Ich muss mal kurz trinken. Denn das ist genau das, was... ich lese gerade das von Eva, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein, Eva. Kleinen Moment Geduld. Bin ich es überhaupt wert? Habe ich mir denn das verdient? Darf ich sowas überhaupt? Das sind ja so diese typischen Glaubenssätze, die wir drin haben, die unseren Selbstwert betreffen, die uns eben... Ah, jetzt ist Mariam zurück, hoffentlich klappt es. Jetzt. So, jetzt hörst du mich? Ja, ich höre dich schon mal. Ich muss dich jetzt erst wieder hier online schalten. Du bist jetzt ganz woanders. Ja. Im Gegenlicht, da draußen steht Dominik rauchend. Hallo, rauchen im Fernsehen. Nein, er ist schon weggegangen, er ist schon aus dem Bild gegangen. Red mal, ob man dich gut verstehen kann. Genau, jetzt bin ich wieder da und habe einfach mal den Platz gewechselt und das Gerät gewechselt und hoffe, okay, dass es jetzt wieder vernünftig geht. Okay, super. Also wir sind mittlerweile angekommen, damit du wieder auf dem Laufenden bist, Mariam, wir sind angekommen bei Petras Frage, die ganz am Anfang ja kam, nämlich der Sabotagewurm, was ich ein sehr, sehr schönes Bild finde, nämlich habe ich das Schöne, die Freude verdient und diese Geschichten und dann kommt noch als Frage, wie kommuniziere ich mit dem Teil? Nachdem es ein Interview mit dir ist, gleich mal an dich, wie kommunizierst du mit dem, wie würdest du empfehlen, mit diesem Teil zu kommunizieren? Genau, also... Stimmt, jetzt habe ich Licht von hinten. Macht nichts. Du strahlst, du hast einen heiligen Schein, das ist wunderbar. Also, sag nochmal die Frage, ich sehe die nämlich also, jetzt. Es gibt einen Sabotagewurm, der da sowas fragt, wie darf ich das überhaupt, habe ich das verdient? Und Petras Frage ist, wie kommuniziere ich mit diesem Teil, also sprich mit dem Sabotagewurm, mit dem Würmchen. Ja. Genau, also ich habe das auf meiner Coaching-Plattform habe ich mal ein Webinar dazu gemacht. Da ging es um den inneren Schweinehund. Würmchen ist ja schon mal netter als Schweinehund, ne? Ja, ist vielleicht auch wer anders, ja. Ja, das ist wer anders, aber ich wollte nur sagen, vom Ding her ist es ähnlich, ja. Weil wenn wir uns natürlich so Würmchen nennen, ist natürlich schon mal... Dein Ton ist weg. Gerade war er noch da. Hallo, hallo, ich sehe dich reden, aber also zumindest höre ich nichts mehr. Hört ihr noch was? Da Hilfe schreit so Dominik.
Hallo, hallo. Schreibt mir mal, ob ihr vielleicht die Mariam hört, aber ich höre sie nicht mehr. Heute ist irgendwo der Internetwurm drin. Jetzt höre ich dich wieder. Oh mein Gott, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Zumindest leise. Ja, das ist der Sabotagewurm. Ja, ich habe auch der ich habe eigentlich keine Sabotagewürmchen, aber es war mitten im Satz und ich weiß aber jetzt nicht mehr, was der Satz war. Also, du hast ein Webinar dazu gemacht. Genau, ich habe ein Webinar, das war aber zum inneren Schweinehund. Ne? Wie kooperiere ich mit dem? Und das ist ja ähnlich. Also erstmal müssen wir mal schauen, was will das Teil eigentlich sagen? Also hinter jeder Sabotage, also wenn wir das mal überhaupt Saboteur ist natürlich, also da ist ja auch mein Würmchen sabotiert mich, da ist ja auch das Wort sabotieren drin, ja, das ist natürlich ein großes Wort. Und mein Tipp ist immer, erstmal zu fragen, was für ein Benefit habe ich, wenn ich mich weiter so verhalte? Also wenn ich dieses Verhalten, glücklich zu sein, verhindere. Und das kann natürlich sein, zum Beispiel, dann bleibe ich so wie meine Mutter oder dann bleibe ich in der Gesellschaft, wo ich bin. Das ist natürlich da wieder Bewusstseinsebene, wenn man wieder auf Selbstbewusstsein geht, heißt ja, ich werde mir dessen bewusst. Ja. Ja? Wie denke ich, was ist dahinter, dass du schon mal merkst, okay, ich habe da einen Teil in mir, was meine Freude sabotiert. Das ist schon mal der erste Weg, das ist schon mal super. Weil damit weiß man schon mal, okay, das sabotiert die Freude. Dann hat es aber einen Grund. Immer, also jedes Verhalten hat ja einen Grund. Ja, wir tun ja nichts ohne Grund. Wir wollen ja entweder Zugehörigkeit oder ein bisschen andere Nutzen. Ne? Manchmal oder Energie sparen oder Peinlichkeit vermeiden. Genau, Peinlichkeit vermeiden. Und da rauszufinden, ja, was ist denn da? Und da kann man tatsächlich, wenn man ein bisschen Gefühl zu sich bekommt, kann man tatsächlich in sich reinfragen, was ist denn da? Ja? Und ich weiß, dass die liebe, wie hieß sie, Sabine? Hieß sie Sabine? Petra hat die Frage gerade gestellt. Genau, mir wurde die Frage, ich weiß nicht, ob es auch Petra war, heute schon mal zu der ersten Aufgabe in meiner 7-Tage-Challenge gestellt. Und da gehe ich ja nachher um 20.30 Uhr nochmal live und werde dazu auch eine kleine Übung machen, wie man da besser ins Gefühl kommen kann. Ja? Es wird jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich mache ja in den 7 Tagen auch ein paar Coaching-Übungen, wo man wirklich merkt, oh, ich kann mich auch anders fühlen oder ich kriege Antworten. Ja? Weil letzten Endes ist es ein kindliches Teil, kleines Würmchen, sagt es ja auch schon aus. Ne? So, und jetzt stell dir vor, du wurdest von deiner Mutter oder von deinem Vater als Dreijähriger richtig angeschrien, weil du irgendwie was fallen lassen hast. Ja. Oder jemand hat gesagt, jetzt sei nicht immer so fröhlich, das passt nicht in den Rahmen. Ja? Solche Sachen, die sitzen dann und die tragen sich bis ins hohe Alter, wenn wir da nicht rangehen. Ja? Und dann kriegen wir wirklich Probleme im Leben, weil wir dann uns verweigern, glücklich zu sein, weil wir immer noch 3 Jahre sind. Ja, eigentlich handeln wir wie ein Dreijähriger. Ich hoffe, Petra hat auch gesagt, das war sie. Also Petra, dann werde ich das nachher nochmal aufgreifen in der Gruppe und da mal eine kleine Übung zu machen. Dann wirst du, weil ich glaube, das geht vielen so. Das ist ja nicht alleine mit. Ja. Für die, die jetzt nicht wissen, wovon Mariam mit nachher gerade redet, heute hat Mariams 7-Tage-Challenge begonnen, die da heißt... Die 7-Tage-Challenge raus aus dem Frust, ja. Also es ist wirklich mal raus aus dem Frust. Ich zeige mal, wie man aus diesem Frust als Single, den man ständig mit sich rumschleppt, rauskommt und ein schönes Leben verdient hat. Und Petra ist ein schönes Beispiel, nämlich wie man sich selbst sabotiert, ist auch ein wunderschönes Beispiel für, ich sabotiere mich und ich darf gar nicht glücklich sein. Und was ziehen wir auch, wenn wir jetzt mal beim Single-Thema sind? Was ziehen wir denn für Menschen, für Männer ins Leben, Frauen ins Leben, wenn wir uns sagen, eigentlich, da gehöre ich gar nicht zu der glücklichen Seite der Menschen. Ne? Ja. Und natürlich auch, das zieht sich dann auf der Arbeit. Oder ich darf nicht dazu gehören. Mir steht es nicht zu. Man auch mal gucken, was ist das, eine Erlaubnis, die fehlt. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da müsst ihr mal genauer hinschauen. Und in der 7-Tage-Challenge gibt es halt jeden Tag eine kleine Aufgabe. Und einmalig jetzt die Möglichkeit, mit mir live zu kommunizieren, so wie mit uns jetzt. Meistens klappt es auch mit der Technik. Stimmt, wir haben das erste Mal jetzt Probleme, wir beide. Ich habe das erste Mal Probleme. Ja, ich habe selten Probleme. Also heute... Wir haben schon 5, 6 Interviews miteinander geführt.
Ich mache mal ein bisschen voran, weil wir haben ja noch so viele Kommentare und so viele Fragen. Eva hatte vorhin noch geschrieben, mein Mann ist auch trotz offensichtlich großer Unterschiede, es war in der Zeit, wo du nicht online warst, da haben wir über das Gegensätze ziehen sich an und gleich gesellt sich. Und sie schreibt eben, mein Mann ist auch trotz offensichtlich großer Unterschiede in vielen Punkten total ähnlich wie ich. Vor allem ist unsere Idee vom Leben und unsere Vision sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man in wichtigen Dingen sich ähnlich ist. Man kann in nicht so wichtigen Dingen, kann es gerade spannend sein, wenn man unterschiedlich ist. Aber in wichtigen Dingen muss man ähnlich sein, sonst hält man es eben auf Dauer nicht miteinander aus, wie wir vorhin hatten. Das glaube ich, sie sagte ja auch Lebensvision. Die Petra ist ja auch eine Kollegin von uns, ne? Und hat ja auch große Eva. Visionen. Eva, ach mein Gott, ich und Namen durch. Also ich merke auch so, heute ist so ein bisschen lange Du Training bist gehabt. heute immer einen Namen hinten dran. Ja, genau, von Düsseldorf nach Hamburg gefahren, Ja. eben natürlich noch viel gemacht. Also heute mea culpa. Also, Macht nichts und die Technik und und Montag und alles. Lebensvision, das ist ja aber eine große Frage. Damit arbeite ich aber auf meiner Coaching-Plattform auch, weil viele Menschen wissen ja gar nicht, was ist meine Lebensvision? Was gibt es denn noch außer Partnerschaft? Was ist denn da noch? Wie will ich denn leben? Also diesmal muss man, wenn man in meine Gruppe kommen möchte, ein Ja schreiben, dass man weiß, dass das keine Single-Börse ist, sondern dass es um Persönlichkeitsentwicklung geht und ob man sich selber besser kennenlernen möchte. Und manche schreiben da wirklich Partner als Antwort. Partner. Ja, die sind so gesteuert auf Partner. Die schreiben nicht ja, die schreiben Partner. Dann denke ich, ja, okay, was möchtest du mir sagen? Und das ist aber ein Zeichen von, man denkt, der andere gibt einem die Selbstsicherheit, die Lebensvision, aber die Lebensvision steckt ja in jedem von uns drin. Und das kann bei dem einen tatsächlich sein, dass er nur ein einfaches Leben führt. Der nächste will sich künstlerisch, du malst ja zum Beispiel viel und machst Skulpturen und so. Ja, also jeder hat eine andere Vision und die steckt in einem drin. Und wenn man die aufbricht, ja, das ist bei mir 2012 passiert, die aufzubrechen. Und jetzt helfe ich Menschen, diese Lebensvision zu finden, unabhängig von einer Partnerschaft. Weil das ist doch das Problem in Partnerschaft oft, dass wir keine eigene Lebensvision haben. Das heißt, wir hängen alles an dem Partner auf und dann passiert genau das. Und da ist Eva ein schönes Beispiel, wenn sie sagt, also ein positives Beispiel, ja, wir haben unterschiedliche Dinge, das haben der Dominik und ich auch, aber in den wichtigsten Fragen sind wir uns ähnlich. Und dafür muss man natürlich mal rausfinden, ja, was sind denn meine wichtigsten Werte? Was ist mir denn wichtig? Wo sind denn meine Grenzen? Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade gemerkt habt, in dem Moment, wo Mariam von 2012 und ihrer eigenen Lebensvision gesprochen hat, wie sie da gestrahlt hat, wie da die Augen gleich das Leuchten angefangen haben. Ich habe jetzt hier einen Kommentar, dass ich jetzt hänge. Ist Ja. das für alle so oder? Da steht Gott. jetzt nämlich, Michael hängt und wiederholt sich. Also vielleicht schreibt da auch mal kurz rein, ob ich gut zu verstehen bin, ob ich jetzt wieder flüssig bin oder ob ich tatsächlich hänge. Weil sonst müssen wir da wieder suchen. Also heute ist irgendwie der Wurm Also, drin. ich weiß, haben wir sonst nie, ne? Ich Nee, Gott sei habe Dank. Gott sei Dank. Dann, jetzt gehen wir weiter, Maram. Nein, nein, was? Aber gut. Gehen wir weiter und jetzt reden wir über Dani. Also nur für dich nochmal, Mariam, jetzt geht es um Dani. Nicht mehr um Okay. Petra und Biene und so Also. weiter. Ich habe leider auch das Problem, rechtzeitig Grenzen zu ziehen und wenn ich die Grenzen ziehe, ist es radikal. Wie kann ich es besser machen? Naja, besser machen heißt ja erstmal rauszufinden, warum kann ich keine Grenzen ziehen? Weil, warum, was passiert hier? Ich sage immer, ich mache mal kurz so, versuche das mal zu visualisieren. Ja? Man muss sich einfach vorstellen, man hat zwei Teile in sich. Ja? Das eine Teil sagt, ich will lebe, 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 egal was es kostet, lebe, 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 lebe. Ja? Und das andere Teil sagt, hey, das kann doch nicht sein, so geht's nicht. Lebe, 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 lebe. So, und jetzt kommt jemand und nährt uns mit Liebe, was oft ja gar keine Liebe ist, sondern wir nehmen dann den Funken, den wir kriegen können. Ja, Hauptsache Krümel haben. Ja, und dieses Teil kommt hier nicht mehr zur Sprache. Ja, und deshalb sagt Liebe, aber ich muss ja, das ist doch besser als gar nichts und besser als wenn ich gar keinen habe. Und dann visualisiere ich das immer folgendermaßen: Dieses Teil geht schlafen, ja, und sagt sich jetzt, ja, nee, jetzt gehe ich schlafen. Und dann kommt dieses Teil und sagt, so, jetzt haue ich aber auf den Tisch, jetzt ziehe ich schnell eine Grenze, bevor der wieder aufwacht und diesen Deppen hinterherläuft. Ja, so muss man sich das vorstellen, was in einem vorgeht. Das heißt, was muss man also machen? Man muss mal dieses Teil, was da wie so ein Hungerhaken hängt und nach Liebe sucht,
auffangen, gucken, wo fehlt denn die Liebe, meistens irgendwo in der Kindheit, und dann da dran arbeiten, die Liebe aktivieren, die kann man nämlich aktivieren, die ist da und ich weiß das, weil ich selber früher nicht genug in der Selbstliebe war und ein Problem mit dem Urvertrauen hatte und das heute wieder zu 100% habe. Ja, man kann das wieder aktivieren und dann hast du dieses Problem nicht mehr, weil dieses Teil, was hier dann so radikal ist, das will ja nur schützen. Ja, und das will nur Liebe. Und das ist dieser innere Konflikt, aber keiner redet miteinander. Das eine läuft nach da, das andere läuft nach da. Und dann das Zusammenbekommen, was ist denn übergeordnet der Wunsch, ja? Und dann damit arbeiten. Und das, ja, das ist ein Prozess. Ja, das ist, weil viele Themen kommen auch erst hoch, wenn wir schon gewisse Hürden weggemacht haben, weil sie sich dann erst trauen zu zeigen und keinen auf den Deckel kriegen. Ja. So ist es, sagt Dani. Ich möchte vielleicht noch was ergänzen mit diesem, und wenn ich die Grenze ziehe, ist es radikal, wie kann ich das besser machen, war ja die Frage. Vor allem dir auch selbst klar zu werden, was ist für dich gut und was ist nicht. Das heißt, wo ist die Grenze? Weil radikal wird man dann, wenn man merkt, oh je, die Grenze ist eigentlich schon lange, lange, lange überschritten und jetzt muss ich wirklich irgendwas tun, weil sonst, weil es eigentlich eh schon zu spät ist. Wenn du deine Grenzen wirklich kennst, wenn du genau weißt, was du willst, was dir wichtig ist, wofür du lebst, was dir in einer Beziehung wichtig ist, was Liebe für dich ist, was ein Partner für dich ist, wenn du das alles weißt, wenn du dich damit beschäftigt hast, dann weißt du auch rechtzeitig schon und kannst gegensteuern oder kannst rausgehen oder was auch immer und nicht dann erst, wenn es so spät ist, dass du dann nur noch radikal reagierst. Hast du gerade was gesagt, Maria? Du bist schon wieder eingefroren. Jetzt bist du wieder da. Hallo. Nein, schon wieder eingefroren. Los, hörst du mich noch? Ich höre dich jetzt wieder und jetzt ist, glaube ich, auch wieder ein Bild da, aber es ist jetzt abgehakt und ich lese gerade, dass es bei mir ab und zu auch so ist. Ich habe aber vollen Empfang. Michael? Ja. Ah! Okay. Du, wir werden jetzt einfach mal weitermachen, wir werden schon sehen, ob es funktioniert oder nicht. Heute mag irgendwie das Internet nicht, keine Ahnung, vielleicht ist gerade irgendwo eine große Fußballübertragung oder sonst was, dass deswegen die Leitungen verstopft sind, keine Ahnung. Machen wir mal zum nächsten Kommentar. Was haben wir denn hier als nächstes? Das hatten wir alle schon, das hatten wir auch schon. Genau, Ramona schreibt, ich suche immer den Haken am Mann und ich finde auch einen immer. Dann bekomme ich Angst und ergreife die Flucht oder vergraule ihn. Gibt es übrigens umgekehrt von Männern bei Frauen ganz genauso. Ja, spannendes Thema, Mariam. Ja, die Fehlersucher, ja. Mhm. Die Fehlersucher ist ja ähnlich, ich will nicht verletzt werden, ich wurde aber schon so oft verletzt, ja. Dann hat man natürlich oft so Glaubenssätze, auch von Eltern oft sowas wie, Männer sind Schweine oder Frauen nutzen dich eh nur aus, ja, die wollen nur dein Geld, was weiß ich. Ja, Partnerschaft ist eh für die Hunde, kannst eh alles vergessen. Und solche Glaubenssätze latschen dann mit uns rum, machen schön unser Selbstwert kaputt, weil Fehler suchen hat ja auch was mit dem Selbstwert zu tun. Ja? Mhm. Ich bin es mir selber nicht wert, einen Mann zu haben, der keine Fehler hat, beziehungsweise Fehler hat, mit denen ich leben kann. Ja? Das ist ja auch immer die Frage. Das ist ja, da ist auch oft der Spiegel, was wir am Anfang hatten. Der andere spiegelt oft das wieder, was wir bei uns selber uns nicht erlauben. Mhm. So zum Beispiel sagt er, nee, ich möchte jetzt mein Wochenende alleine wegfahren. Also steht er für sich ein und für seine Bedürfnisse, das erlauben wir uns nicht. Und dann ist das ein Fehler. Mhm. Ja? Ich glaube, dass wir sowieso, gibt es den perfekten Partner? Das ist eh so eine Frage. Weil ich meine, die Definition, was ist ein perfekter Partner, hat ja auch mit der Toleranz zu tun. Aber ich glaube, dass wir akzeptieren müssen. Was habt ihr gerade für Spielchen? Ich bräuchte meines Ladekabel. Ach komm. Ja, ja. Super. Ich bin mit in meiner schwarzen Tasche. Ist so. Ich glaube, dass es auch ein Zeichen von Beziehungsreife ist, dass man akzeptiert, dass man sich einen Partner nicht schnitzen kann und dass man akzeptieren muss und auch darf, dass es
ja, dass andere Menschen eben nicht so immer so sind, wie man will, auch nicht der eigene Partner, und dass eben auch ein Partner sein Recht hat dazu, so zu sein, wie er ist. Das kennen wir Männer oft, die meisten Frauen versuchen, Männer zu verändern. Heißt immer, habe ich selbst auch schon so erlebt. Ist nicht immer so, aber sehr häufig. Und man kann einen anderen nicht verändern. Und ich glaube, die meisten Beziehungen scheitern daran, weil jemand glaubt, den anderen entweder so haben zu müssen, exakt wie man ihn erwartet, oder so hinbiegen zu müssen, exakt wie man ihn erwartet. Das gibt's aber nicht. Man muss auch akzeptieren, dass der andere halt Dinge anders macht, anders sieht, dass er in Anführungszeichen Fehler, was ist ein Fehler, Fehler hat, und dass er eben nicht immer 100% so tickt wie wir, aber dass er viele positive Seiten hat, und das ist meistens der Grund, warum wir ihn lieben, den ja. Partner. Und aber sie hat ja was ganz Interessantes gesagt. Sie sucht nach den Fehlern. Ja, genau. Kenne ich auch. Ja. Kenne ich nur allzu gut. Also nicht, dass ich suche, aber ich kenne das, dass viele Leute wirklich immer nur danach suchen, was ist negativ an der Sache. Aber suchen wir nicht manchmal, jeder sucht manchmal nach Fehler. Ich will ja, ein bisschen. Tue ich auch, aber nicht in Partnerschaft, nicht mehr. Nicht mehr, genau, und das ist der Punkt. Weil natürlich reift man auch, ja, aber ich glaube, es ist menschlich, auch nach Fehlern zu suchen. Warum? Weil wir einfach auch Angst haben, verletzt zu werden. Ja? Und weil die Suche nach Fehler früher unser Überleben gesichert hat, das darf man auch nicht unterschätzen. Klar. Also wenn wir früher Fehler ignoriert haben, dann haben wir nicht überlebt. Das heißt, Fehler zu suchen ist eine zutiefst in uns verankerte Überlebensstrategie, die halt heute vielleicht nicht mehr so wichtig ist wie früher, oder zumindest in den meisten Situationen nicht. Aber die brauchen wir, um zu überleben, und deswegen suchen wir natürlich ständig. Aber da gibt es halt auch von bis. Ja. Es gibt von bis, und wenn das wirklich so ein Muster ist, dann darf man das mal durchbrechen, ja, und gucken, okay, was wäre denn, wenn ich aufhören würde mit Fehlersuche? Was würde denn passieren, wenn ich den anderen akzeptiere, wie er ist? Weißt du, was dann nämlich passiert? Dann passiert auch Folgendes. Dann kommen wir selber ins Rampenlicht. Und dann fallen uns bei uns plötzlich Dinge auf, die wir nicht so schön finden. Ja. Und wenn wir uns damit beschäftigen und ehrlich sind, dann kommen wir in den Selbstwert, weil dann sind wir uns selbst wert, genau, auf uns zu schauen und zu schauen, was bin ich mir denn wert, es zu verändern, ja? Und oder bleibe ich so? Das ist ja immer die Frage. Manche Sachen sind ja auch gut und manche will man jetzt nicht ändern, aber sagt vielleicht nach 10 Jahren, ja, jetzt reicht's aber auch mal. Und ich glaube, dass man sich immer wieder fragen darf, ja, wer bin ich? Was habe ich denn für Fehler, die ich vielleicht auch überdecken will? Ja, weil das ist ja auch oft, wenn man dann laut ist, wenn man sagt, du hast volle Fehler, dann ist man natürlich, früher war ich dann immer beschäftigt. Also wenn ich heute zum Beispiel ein Thema mit meinem Mann habe, dann klären wir das in unserer Beziehung. Ja, da sind wir dann auch manchmal nicht einer Meinung und es knirscht auch mal, aber wir klären das untereinander. Früher habe ich dann 88 gefühlte Freundinnen angerufen und jeder hatte natürlich seine Meinung. Ja, das heißt, man ist schön im Außen unterwegs, permanent beschäftigt mit dem Außen. Holt sich noch Bestätigung für das, was man an Fehler sieht? Kenne ich sehr gut. Macht Fehler noch größer, weil... Ja. Machen Frauen sehr gerne. Ja, Männer auch. Also ich glaube... Auf eine andere Art und Weise und nicht so tiefgehend, weil Männer nicht so gerne darüber reden, dass jeder Mann ist ein bisschen anders, aber Männer reden nicht so gerne darüber, was sie mit ihrer Partnerin für Probleme haben, weil sie könnten dann nicht mehr in gutem Licht dastehen, weil sie die falsche Partnerin haben. Genau. Ne? Also Frauen sind schon prädestiniert, haben ja auch mehr Wörter. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Wörter. Ist ja auch okay. Aber ich will nur damit sagen, Männer machen es auf eine andere Art. Ja? Das ist auch nicht besser, das ist nur anders. Und ich glaube einfach, wenn wir uns klar werden darüber, dass wir erstens, wenn wir immer drüber reden, über die Fehler des anderen, es verstärken. Ja, man könnte sich zum Beispiel mehr auf Dankbarkeit konzentrieren, wofür bin ich dankbar, und ich weiß aber selber, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man gerade einen Hut auf hat, sage ich mal, ja, dann wieder, selbst für einen Coach ist das dann nicht immer einfach, wenn man gerade ein Thema hat mit dem anderen, egal ob in der Freundschaft oder in der Partnerschaft, zu sagen, so, jetzt atme ich mal 5-mal tief durch und jetzt überlege ich mal, wofür bin ich dem anderen denn dankbar.
hilft aber wahnsinnig viel, wenn wir es machen. Wir sind ja Gott sei Dank auch Menschen. Also wir Coaches haben ja auch unsere Fehlerchen, sehr logisch. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit, im Erstgespräch für ein Einzelcoaching und sie sagte zu mir, Mariam, du weißt gar nicht, wie toll ich Menschen berate und coache und aber bei den und den Themen komme ich nicht weiter. Ja, und habe ich gedacht, das ist doch menschlich, weil die blinden Flecken menschlich sind. Und wenn wir blinde Flecken haben, können wir ein Coach sein, Papst behaupte ich sein, Präsident, ja, wo man ja auch denken könnte, mein Gott, wie viele Berater hat dieser Mensch? Ja, da müsste doch eigentlich bei manchen Präsidenten, wir wollen jetzt keine Namen nennen, was anderes rauskommen. Ja, aber das sind dann die blinden Flecke, die Welt sieht, aber dieser Mensch nicht sieht. Da gibt es ja auch welche, die beratungsresistent sind. Das ist aber ein anderes Thema jetzt. Ja, aber unabhängig von Beratungsresistenz sehen wir selber unsere blinden Flecken nicht. Ja. Ja, lass uns mal weitergehen. Wir haben nämlich noch so viele Sachen hier, die auf die wir auch mal eingehen. Nämlich als nächstes habe ich hier schon, ich habe Probleme loszulassen. Ist ja auch so ein Klassiker. Loslassen kenne ich übrigens auch gut. Manche Sachen will ich auch nicht loslassen. Ja, das liebe Loslassen. Inzwischen kann ich gut loslassen. Und inzwischen kann ich auch relativ schnell loslassen. Ich kenne das auch, habe lange, lange festgehalten an den Dingen. Aber umso länger wir festhalten, umso höher wird die Rechnung. Ja? Das ist so wie das wenn ist wir an der Bar sitzen und immer sagen, einen trinke ich noch. Einer geht noch rein, ja, und irgendwann, sage ich mal auf gut Deutsch, kotzen wir uns die Seele aus dem Leib, ja, und dann geht es uns 3 Tage schlecht, weil wir das letzte Bier auch noch getrunken haben oder den letzten Cocktail oder whatever. Und so ist es mit dem Loslassen. Wenn wir nicht loslassen, dann wird das nicht besser, das schmerzt. Weil oft ist es dann so, dass wir noch verlassen werden, also wir halten fest. Ich gebe ein Beispiel aus dem Freundeskreis. Die eine Person hat die ganze Zeit festgehalten, wusste aber eigentlich, ist diese Beziehung nicht mehr gut, ja, hat dann irgendwann immer gesagt, ja, aber nee, aber ne? So. Und dann war die andere unterwegs, hat sich verliebt und hat sie verlassen. Dann war das Geweine groß, ja. Klar. Aber letzten Endes weiß ich heute auch sehr reflektiert, ja, war gut so. Ja. Alles gut so gewesen, wie es ist. Nur dieses lange Festhalten. Ich weiß gar nicht, ob es hier wirklich um den Partner loszulassen ging. Vielleicht geht es auch einfach nur zum Beispiel an gewissen Gewohnheiten oder Glaubenssätzen festzuhalten. Das ist ja auch so ein Thema. Das heißt, selbst wenn wir merken, dieser Glaubenssatz ist hinderlich, dass wir ihn aber nicht loslassen können oder eine gewisse Gewohnheit. Ich meine, wir werden bestimmt von Gewohnheiten, das ist ja der Wahnsinn. Wir machen ja ganz, ganz wenig im Augenblick bewusst, also dieses Achtsame, sondern wir machen ja fast alles mit Gewohnheiten. Wie wir reden, was wir reden, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir fühlen, fast alles sind Gewohnheiten. Und da müssen wir vielleicht auch mal das ein oder andere verändern und dazu aber auch bereit sein, loszulassen, weil es halt, ja, so schön gewohnt ist. Also ich habe ja ein Positivierungstraining mitentwickelt und das Schöne ist, man kann das Pferd auch von hinten aufsauen. Und zwar, statt sich auf das Loslassen zu konzentrieren, sich neue Sachen zu suchen, woran man festhalten möchte. Sehr schön. Man könnte sich zum Beispiel daran gewöhnen, Dankbarkeit einzuführen, als Beispiel. Ja? Ja. Oder morgens einfach sich darauf zu konzentrieren, ab jetzt stehe ich jeden Morgen statt um 6, um 5.45 Uhr auf, ja, Beispiel. Super. Und dann gewöhnt man sich was Neues an. Das ist beim Essen auch so. Also ihr kennt das alle, wenn wir uns ernährungstechnisch, wenn wir sagen, ja, ich muss weniger Schokolade uns essen, wo ist unser Fokus? Schokolade, Schokolade, Schokolade. Genau. Ja, und wenn wir sagen, ich muss mehr Gemüse essen, ja, dann gucken wir beim Einkaufen, ja, welches Gemüse esse ich denn heute? Aber was oder mehr Gummibärchen. Da bin ich auch nicht immer perfekt. Also ich habe da nämlich auch noch einen Glaubenssatz, der noch hält, den ich einfach auch noch nicht bearbeitet habe. Wenn ich viel kognitive Arbeit habe, brauche ich Kohlenhydrate. Ich weiß, dass der total Schwachsinn ist, aber es ist so schön. Ein Teil in mir sagt sich, aber die schmeckt gut, die Lakritze und die Gummibärchen. Aber wie? Und ja, das ist dann auch mal okay. Und ihr habt im Norden so eine große Auswahl. Im Süden gibt es ja kaum Lakritz. Ich liebe Lakritz. Und im Süden gibt es die halt. Da gibt es halt Haribo und Katjes, das war's. Und immer, wenn ich im Norden bin, kaufe ich ein, weil da gibt es bessere. Aber lass uns mal die nächste Frage machen. Wissen, wenn ich nächstes Mal komme, weiß ich, was ich mitbringe. Gerne. Also, ich wollte aber noch was zum Loslassen sagen. Ja. Weil
wenn wir nicht loslassen können, also wenn wir wirklich ein Loslassthema haben, und das spiegelt sich natürlich oft beim Thema Partnerschaft wieder, dann sitzt da was, was tiefer ist, was meistens hängen wir am Bein vom Vater oder Mutter. Ich weiß, das ist immer so inflationär, dieses Kindheitsthema, Elternthema, aber es ist nun mal so, dass es wirklich sehr oft rauskommt, dass wir da noch hängen, und das muss man dann auf lange Sicht auch mal mit einem Gruppencoaching oder Einzelcoaching angehen. Ja, also ja. So ehrlich will ich auch sein. Also es wäre einfach gelogen, wenn ich sage, ja, kommst du in die 7 Tage und dann ist das los, das Thema weg. Ist ja Quatsch. 7 Tage sind meine Kostprobe. Danach gibt's ja auch ein Coaching-Programm, wo ich langzeitig begleite. Ja. Und du begleitest ja auch, du hast ja auch so Programme, wo du längerfristig begleitest, weil das Prozesse sind. Und ich glaube, das müssen sich die Menschen klar machen. Etwas, wo du 50 Jahre dran festgehalten hast, oder 30 oder 35 Jahre, kannst du zwar in einem Coaching relativ schnell loslassen, wenn du aber keine Alternativen bildest. Das heißt, du hast losgelassen, genau. Und du sitzt dann da und sagst, ja, und jetzt? Ja, dann fällst du relativ schnell wieder in alte Muster und sagst, hat gar nichts und gebracht. Und unsere ganze Psyche ist so komplex, dass wir sie sowieso nie wirklich ganz verstehen können, und da tun sich wieder neue Baustellen auf und dieses und jenes. Diesmal haben wir eine technische Frage, nämlich Biene fragt, steht der Live-Talk nachher irgendwo? Also der hier, der steht, der bleibt auf meiner Seite jetzt selbstsicher in Facebook stehen. Spätestens morgen stelle ich den auch auf meiner Seite jetzt selbstsicher.de in den Blog rein. Bei Marian bleibt er auch stehen, oder willst du wieder rausnehmen? Ich weiß es nicht. Nein, der bleibt stehen. Der kommt also bei mir auch auf YouTube. Wir müssen jetzt mal gucken, wie gut der, ob wir da mal ein bisschen schneiden müssen. Das fürchte ich schneide nicht, ich stelle ihn so rein, weil es ging ja zwischendrin auch weiter, auch wenn du dann teilweise mal nicht da warst. Okay, gut. Aber dann stelle ich ihn auch so hoch. Also er kommt auch auf YouTube und auf jeden Fall auch auf meiner Seite, ne, Single Balance. Also der bleibt auf jeden Fall. Genau. So, dann haben wir die nächste Frage von Michelle. Urvertrauen habe ich auch nicht. Wie kann man das denn bearbeiten? Selbstliebe, Selbstwert, eigenes Leben, Hobbys etc. habe ich. Daran liegt mein 6-jähriges Single-Sein nicht. Ich treffe selten jemanden, den ich gut finde und weiter kennenlernen würde. Dazu kommt es aber meist vom Gegenüber nicht, weil ich wahrscheinlich verkrampfe, ängstlich werde, dass er wieder abtaucht und die Spiegelneuronen dies dann übersenden. Ja. Da war jetzt aber viel drin. Da war viel drin. Das muss ich nochmal selber lesen. Also Moment mal. Das ist schon eine Weile her von Michelle. Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal Ton hier aus. Michelle, also weil ich, für mich sind da Widersprüche drin. Ja. Ich weiß nicht, ob du da auch Widersprüche rausliest. Vielleicht mal kurz. Teilweise definitiv, ja. Da, Michelle, Urvertrauen habe ich auch nicht. Wie kann man das denn bearbeiten? Also wenn man kein Urvertrauen hat, muss man tatsächlich, ich glaube, da gibst du mir recht, zurück in die Kindheit und da aufräumen. Und weil wenn man das Urvertrauen verschüttet, ich sage immer nicht verloren, das ist nicht verloren, ja, verschüttet hat, dann muss man das da aufräumen und da rangehen. Also ich mache jetzt zum Beispiel im Moment Gruppencoachings, ja, weil das Urvertrauen, da kannst du nicht sagen, ja, mach mal den Online-Kurs XY, dann ist das Urvertrauen wieder da. Und ganz gefährlich sind da die Meditationen oft, ja, weil wir nie wissen, was wecken wir denn, wenn wir an dieses Urvertrauen rangehen. Ich meine, gibt's ja auf YouTube und so überall Meditation und was weiß ich, ja, und das halte ich manchmal für ein bisschen heikel, weil je nachdem, was für ein Thema dahinter steckt, ich habe auch schon Leute gehabt, die mich weinend angerufen haben, gesagt, kannst du irgendwas machen? Ich habe da eine Meditation gemacht und jetzt ist da ein Missbrauchsthema hochgekommen. Ja. Also da, wenn man schon weiß, das ist das Urvertrauen, würde ich empfehlen, da wirklich was einzeln zu machen und dann Selbstliebe, und jetzt kommt der Gegensatz, Selbstliebe, Selbstwert, eigenes Leben, Hobbys etc. habe ich daran liegt, mein 6-jähriges Single-Sein nicht. Für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst als Experte, ist es ein Widerspruch zu sagen, ich habe kein Urvertrauen, aber ich habe Selbstliebe, ich habe Selbstwert. Die Frage wäre da, woran machst du Selbstwert fest? Weil viele Leute denken, Selbstwert hat was damit zu tun, wie viel Geld sie für jemanden oder wie hübsch sie sind. Ausgeben, oder wie hübsch sie sind oder wie lange sie sich die Fingernägel anmalen. Ja, und das tue ich selten übrigens. Ja, habe ich mir gedacht, aber sonst bringe ich diesmal Nagellack mit. Ich treffe selten jemanden,
den ich gut finde und weiter kennenlernen würde. Dazu kommt es aber meist vom Gegenüber nicht, weil ich wahrscheinlich verkrampfe, ängstlich werde. Und das ist für mich ein Zeichen. Ängstlich, verkrampfen hat nichts mit Selbstliebe, hatten wir ja vorhin, ist eine höhere Stufe des Selbstwertes, ja, oder eine Stufe darunter, wie auch immer, aber gehört zusammen. Und Selbstbewusstsein, wenn das alles schon da wäre, dann hättest du meiner Meinung, meiner Erfahrung nach, ja, diese Probleme nicht. Also wir müssen immer aufpassen, dass wir uns selber nicht etwas ausmalen, etwas einreden. Uns schönreden, ne? Genau, uns einreden und dann die Gefahr laufen, dass wir immer wieder gegen die Wand laufen. Das kriege ich übrigens, das ist ein gutes Stichwort, das du da sagst, das kriege ich ganz stark bei meinen Studenten mit. Also ich bin auch an Hochschulen und ich merke, ich mache seit 30 Jahren Hochschulen, das heißt, ich habe diverse Generationen erlebt und vor allem immer mitbekommen, wie sich so große Trends, die meistens über ein paar Jahre gehen, wie sich die entwickeln. Also da mal die Null-Bock-Generation oder mal die, wo sie plötzlich alle mit Anzügen kamen. Jetzt zur Zeit wollen sie alle Startups machen und so weiter. Und einen Trend erlebe ich jetzt so die letzten 4, 5, 6 Jahre, dass nämlich die jetzt so Studenten sind, also sprich so 17 bis 25, sind ja halt schon oft sehr jung, die Studenten, dass die eine Generation sind, die von den Eltern ganz viel positive Dinge gesagt bekommen haben, wie zum Beispiel, wie du kannst es, du bist die Beste oder der Beste und du bist ganz toll und du brauchst keine Angst zu haben. Also sie formulieren es natürlich positiv. Das heißt, die kommen heute raus und glauben, sie sind super selbstbewusst und sie sind ganz haben überhaupt kein Problem mit Selbstbewusstsein, glauben sie. Und wenn es dann drauf ankommt, dann ist es plötzlich doch da und sie wissen eigentlich gar nicht, was da jetzt gerade abgeht. Und das ist so dieses eingeredete Selbstbewusstsein, das nicht wirklich da ist, oder diese Selbstsicherheit, die nicht wirklich da ist, ja. Genau, und das Genau, und das erlebe ich manchmal natürlich auch bei Erwachsenen, wobei ich das jetzt nicht auf die Entfernung bei Michelle beurteilen möchte. Ich lese aber da noch ein paar andere Sachen raus. Also selbst wenn jetzt der Selbstwert da wäre, das Selbstvertrauen, weil das hat wieder sehr viel mit dem Urvertrauen fehlt, das definitiv, aber ich möchte mal einfach den letzten Teil hier noch aufgreifen, wo es dort steht, wenn ich jemanden kennenlerne, weil ich wahrscheinlich verkrampfe, ängstlich werde und das dann gespiegelt wird. Ich spreche jetzt mal eine Vermutung aus, ich meine, auf die Entfernung ist immer schwierig, aber ich glaube, wenn du sagst, dass es so schwierig ist, jemanden kennenzulernen, den du interessant findest, dann hast du einfach, oder jetzt sehr vereinfacht gesprochen, zu wenige Trefferwahrscheinlichkeiten. Das heißt, du wartest, bis jemand ganz ideal ist und den möchtest du dann unbedingt kriegen, weil so eine Chance kommt die nächsten 3 Jahre nicht mehr. Und dann ist es natürlich verkrampft und dann bist du natürlich ängstlich. Vielleicht solltest du da einfach ein bisschen offener sein, dich vielleicht mit mehr treffen und manchmal auch das ein oder andere sich entwickeln lassen, um zu schauen, und nicht gleich von Anfang an glauben, das ist der Perfekte, das ist der Richtige und den muss ich jetzt haben und wenn nicht, dann bricht eine Welt zusammen. Vielleicht steckt das so ein bisschen dahinter. Ja, wobei ich bin ja so ein Fan von, lass dich mal ein Jahr auf dich ein. Wenn du solche Probleme hast, lass dich mal erstmal auf dich ein und dann gehst du mit einer anderen Energie raus, ja, weil das die eigentlich kennenlernen wollen, also das zeigt, natürlich sind das Spiegelneuronen auch, also das ist natürlich so man, also nee, danke, die hat irgendwie Probleme, ja, und wenn man nicht vertraut, zieht man natürlich auch keine Männer an, die auf Vertrauen stehen, ja. Also überhaupt Menschen, ja, das ist bei mir auch, wenn ich Leute kennenlerne, manchmal habe ich das ja auch, dass Leute sagen, ja, ist das hier auch alles ehrlich, ist das alles, dann denke ich so, ja, wenn du dir immer so viel Fragen stellst im Leben, ich sage dann natürlich 1, 2 Sätze dazu, mehr aber auch nicht, weil ich mir sage, ich will ja denjenigen nicht überzeugen, dann bin ich ständig am Überzeugen und muss ständig sagen, ja, es gibt auch einen kostenpflichtigen Teil, wenn man den dazu buchen möchte, ja, dann musst du dich rechtfertigen, ja, und da habe ich gar keine Lust drauf, weil ich dann denke, ja, die was verändern wollen, ja, die spüren, man muss auch wieder lernen, auf sich zu
zu hören und zu spüren. Und das ist manchmal, manche sehen mich, sind gleich begeistert, andere sind erstmal vorsichtig, kommen dann nach ein paar Monaten. Das ist doch ganz normal. Und genau, das ist ganz normal. Man kann doch nie alle sein Gefühl zu hören. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, dass das Gegenüber genau spürt, irgendwas ist da nicht koscher. Ja. Und gerade wir Frauen haben das Thema, also es gibt zwei Männer natürlich auch zu Genüge, aber wir Frauen, wir starken, emanzipierten, sage ich mal, Frauen, ja, wir wollen und wir zeigen dann so unsere männliche Seite auch oft, ja, und kommen gar nicht mehr in die Weiblichkeit. Ja, also, ja, haben wir gerade gehabt beim Coaching in der Sprache der Liebe-Kurs, da haben habe ich mit einer gecoacht, mal die Weiblichkeit in ihr geweckt und die Männlichkeit mal rausgezogen, weil das ist so ein bisschen, ja, manchmal werden wir dann so zu so Kerlen, ne? Also so, ja. Apropos rein. Kerle. Ich springe mal gleich zum nächsten Mal. Wir haben noch so viele schöne, spannende, auch Alexandra hat gerade spannendes geschrieben, aber ich mache mal hier der Reihenfolge nach weiter mit Sinje, die nämlich schreibt, viele Männer können einfach nicht reden. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Sehr spannend. Man sieht es an mir, ich kann überhaupt nicht reden. Gar nicht. Mein Mann redet auch nicht so gerne. Deswegen telefonieren wir immer so viel, wenn ich nicht da bin. Also genau. Das ist natürlich auch ein Glaubenssatz. Damit zieht man natürlich genau das an. Ne? Das kriegt ja, man halt und vor allem, ich sage mal so, es gibt natürlich männliche Kommunikation und weibliche Kommunikation ist anders. Definitiv. Und manchmal... Ja. Bitte? Ja, klar. Und manchmal hat man das Gefühl, der andere kann nicht reden, obwohl er redet, aber man versteht es nicht. Und zwar in beide Richtungen. Das geht uns Männern mit Frauen ganz genauso. Die Menge ist nicht entscheidend, der Inhalt alleine ist es auch nicht. Es ist immer eine Summe aus allem und der Ton macht die Musik und all diese Geschichten. Und wir reden halt anders miteinander. Oder wir reden anders. Also Männer sprechen anders, kommunizieren anders als Frauen. Und das ist auch eine Sache, die man sowohl als Mann wie als Frau lernen kann, wie kommuniziert denn eigentlich das andere Geschlecht? Es gibt ja diesen Klassiker, ich glaube, der ist von Friedemann Schulz von Thun. Das ist ja so einer der großen Kommunikationsexperten, der ganz viele Grundlagenforschungen gemacht hat und Bücher geschrieben hat, wo die Frau und der Mann in Urlaub fahren Richtung Italien, so wie im Jahr davor schon, und auf dem Weg fahren sie am Gardasee vorbei und sie sagt, Liebling, schau mal, da drüben ist das nette Café, wo wir das letzte Mal so schön in der Sonne saßen. Und er sagt, ja, stimmt. Das war jetzt auf beiden Seiten eine Kommunikation, aber die eine war weiblich, die andere war männlich, weil sie hat gemeint, lass uns stehen bleiben und er hat gemeint, das ist ein Fakt, ich stimme dir zu. Aber über das Thema stehen bleiben, da hätte er gar nicht drüber nachgedacht, weil das hat sie nicht gesagt. So, war jetzt sehr vereinfacht, aber so funktioniert das halt oft. Also. Ja, und das ist auch ein schönes Beispiel, nicht nur für Beziehungen, sondern auch im Arbeitsleben etc. Ja. Man spricht oft zu wenig miteinander. Man sagt oft, man tilgt ganz viel, ja, man lässt ganz viel weg von dem Satz, was man eigentlich möchte. Und so entstehen dann Missverständnisse. Aber es ist natürlich, wenn man sagt, Männer wollen nicht zum Beispiel über Probleme sprechen oder nicht sind oberflächlich, ja. Männer wollen immer nur das eine, das höre ich auch ganz oft, ja, die Männer wollen eh immer nur das eine. Was ist denn das eine? Ja, achso, Sex, ne? Also wollen immer Frauen wollen keinen Sex, oder? Ja, weißt du, das ist ja immer noch ein bisschen verpönt. Also Frauen, immer noch? Die einfach bist du dir sicher? Gehen, ja, ist immer noch. Du hast immer noch als Frau diese Vorurteile. Ich hatte letztens, war ich auf einem bei Freunden aus dem Dorf, sage ich mal, ja, und waren wir in so einer Mädelsrunde und die eine erzählte ganz lustig, also ich fand das ganz lustig, was sie schon alles erlebt hat, ja, und es war, also ich fand das sehr amüsant, hab gedacht, mein Gott, super, die lebt und hat Spaß, aber die anderen, die saßen da und haben gesagt, das geht doch nicht und das, nicht mal Neid, sondern es ist einfach eine andere Bewusstseinsebene, ja, die leben noch in alten Werten und das ist nicht das Problem, sondern aber für Frauen, die, weißt du, so ein Typ, der sich durchs Dorf vögelt, ja, ist dann der Dorfvögler, ja, aber die Frau ist halt die Dorfschlampe. Und sie ist die Schlampe, ja. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Generationsthema, ich glaube, das stirbt mehr und mehr aus. Also das Thema ist, glaube ich, heute nicht mehr so relevant. Also ich denke mal, wenn ich mir anschaue, wie die Jungen da heute sind, vor allem wenn ich meine, es gibt ja da gerade in Amerika gehen sie ja extrem, wo wirklich
Frauen dann, keine Ahnung, bei diesen Bikini-Contests oder bei, keine Ahnung. Und hinterher sind sie im Business, das Zeug steht alles online, und es funktioniert, obwohl die Amerikaner viel brüder sind als wir Deutsche. Ist das heute nicht mehr so ein Problem, wie es vielleicht noch vor 10 und erst recht vor 20 Jahren gewesen wäre. Ich glaube, das ist auch ein Alters- und Generationenthema. Ja, nur wir sind ja nun mal, also hast du recht, wenn, oh ja, jetzt wird's Licht. Heute, mein Mann hat aufgepasst, dass ich zu dunkel Wollte war und hat Licht gebracht. Sehr gerade schön. Also, Generationsthema, ja, nur nützt ja unserer Generation nichts. Ne? Also, wenn ich mich jetzt mit 15-Jährigen unterhalten würde, würde ich denen sagen, ja, hat sich verändert. Nur wir sind ja nun mal in einer Generation, wo dieses Denken noch so, und Generation meine ich, da waren Mädels, die waren ja alle jünger als ich. Ich bin jetzt 41 und die waren so 34, 35, ja. Also, und das sind ja auch die Leute, Michael, die uns überwiegend zuhören. Wenn du sagst, du hast Studenten, klar, die sind dann jünger, ja. Aber gerade was so dieses Single-Thema angeht, weil ich glaube, die junge Generation geht tatsächlich schon wieder anders damit um, wie du sagst. Es ist schon wieder ein anderes Bewusstsein, einfach auch, weil die Medien auch anders geworden Also sind, ja. zumindest mit dem Verurteilen. Das heißt nicht, dass sie mehr Sex haben. Im Gegenteil, da gibt es auch eine Studie, dass die sogar, obwohl sie sich perfekt auskennen, mit 12 Jahren sind sie alle auf YouPorn und schauen mal, was es da so alles gibt und wissen genau, wie Dinge funktionieren, von denen wir im Alter von 15 noch nicht mal eine Ahnung haben, dass es die überhaupt gibt. Haben die alle schon auf YouPorn gesehen mit 12. Aber sie haben tatsächlich, da habe ich eine Studie vor kurzem gelesen, im Durchschnitt bis zu 30% weniger Sex. Und zwar nicht nur jetzt die 12-Jährigen natürlich, sondern ich rede es dann schon von den Erwachsenen, also von den 20-Jährigen. Ja, es ist ja auch, was ist weniger und mehr Sex, ja, ist ja auch, Genau. hat ja auch was mit Qualität und Das ist nochmal ein Quantität anderes zu tun. Thema, aber das kann die Studie, wie soll die das beurteilen? Genau, und wen hast du gefragt? Du weißt, du kennst ja den Spruch, traue keiner Ja, Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? klar, Also klar. wen hast du gefragt? Und Renate sagt gerade, oh doch, bei meinem Sohn im Freundeskreis ist es immer noch so. Ich glaube auch, es kommt sehr darauf an, wo wir aufwachsen. Ob wir im Dorf aufwachsen, ja, oder ob wir in einer Großstadt aufwachsen. Dann natürlich, was für ein Elternhaus haben wir? Deswegen appelliere ich ja immer an den Alleinerziehenden, arbeitet an euren Glaubenssätzen, weil ihr beeinflusst jetzt das Leben eurer Kinder in der Zukunft. Ja, so eure Eltern, wenn ihr auf euren Eltern rumflucht, was die alles verkehrt gemacht haben, dann dürft ihr mal in den Spiegel gucken und sagen, okay, und mit dem Wissen, was ich heute habe, weil wir müssen immer sagen, unsere Eltern haben das Wissen nicht gehabt, was wir heute haben. Ja, da gab es keine Aufstellungsarbeiten und NLP und NLP und was weiß Glaubenssätze ich. Ja, das ist ja alles und auch kein erst in den YouPorn. und auch kein was? Ich YouPorn. habe gesagt, YouPorn gab es auch nicht. Ja, aber seien wir ehrlich, also ich habe dann immer gesucht nach den versteckten Pornos. Ne? Also Pornos haben wir doch auch viel, also viele haben doch auch Pornos geguckt als Kinder. Halt nicht in diesen Mengen, aber irgendwo, die meisten Eltern haben ja dann doch irgendwo im Porno versteckt gehabt. Ja. Also das Einzige, weil mein Bruder mal bei meinem Vater gefunden hat, war The Hustler, also das ist so eine amerikanische Zeitung. Aber jetzt wirklich Porno, wie das, was man heute auf YouPorn sieht, ist das nicht gewesen. Also da Also haben wir der zwar dann gesehen, wie eine Frau nackt aussieht im Detail, aber deswegen haben wir noch längst nicht gewusst, was man damit anfängt. Und heute sehen die halt genau, was da alles geht. Also mein Bruder hatte auch da den einen oder anderen Film. Und dann jetzt erzähle ich mal eine Anekdote, der hatte eine Freundin, ne, da war der so, Jetzt wie haben alt wir mag ich Themen, ne? Ja, 18 war der ungefähr, ja. Und dann hatte er eine Freundin und dann habe ich immer meine Freundin eingeladen, meine türkischen Freundin, wo die Brüder ganz Brüder und so waren. Und dann haben wir immer durchs Schlüsselloch geguckt. Shame on you, der Lauscher an der Wand hört sein Englisch an. Lass uns mal weitermachen. Erstens sind wir schon weit über eine Stunde, zweitens haben wir noch eine ganze Menge Fragen, weil Alexandra hat hier einiges gepostet. Und zwar so in die Richtung von wegen, also warte mal, ich muss mal suchen, wo ihr erster Post dazu war. Da Ja, ich war habe das es schon mit. gelesen. Sie spricht keine an. Ich war gerade mal auf Alexanders Profil. Ich sage da mal, also sie sagt ja, ich fasse mal kurz zusammen, damit wir so zeitig, also mich spricht in ein paar Jahren mal ein Mann an. Das glaube ich dir nicht. Meistens immer nur Männer, die gar nicht mein Typ sind. Das glaube ich dir schon eher. Sieht doch mal gut aus, denke ich, er verscheißert mich. Ja? Also die letzten beiden Sachen glaube ich dir, die ersten glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass dir keine Bauarbeiter hinterherpfeifen, dass dir niemand ein Kompliment macht, dass dich, also vielleicht spricht dich keiner an. Das kann sein, wenn du so dein Handy mit so einem Handy so durch die Gegend gehst. Mommy.
Vielleicht siehst du gar nicht, dass dich jemand angucken könnte. Das ist meine erste Frage. Ja? Alexander, das glaube ich dir einfach nicht. Ich glaube, als Frau sage ich, ich glaube dir das nicht. Aber was ich natürlich rauslese, ist ein mangelnder Selbstwert, ein hoher Selbstzweifel. Ja. Ja? Und also das volle Programm eigentlich. Ja? Ja. Und vor allem, also auch ich habe da schon das eine oder andere jetzt mir an Gedanken gemacht. Also erstens mal, es ist, liebe Damen, es ist heute so, es muss nicht immer der Mann sein, der jemanden anspricht. Du kannst als Frau auch jemanden ansprechen. Und auch früher war es schon so, dass die Frauen die Signale gegeben haben, auch wenn sie nicht angesprochen haben, aber sie haben zumindest die Signale gegeben. Und das ist was, ich war vor 3 Wochen in Paris und es ist gigantisch, was das für ein Unterschied ist, wie sich deutsche Frauen und wie sich französische Frauen verhalten. Die Französinnen. Ja. Also ich kann mich erinnern, als diese da gab es mal diese Debatte, jetzt nicht diese MeToo, sondern vorher gab es noch die Aufschrei, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. Und da hat ein französischer Kollege von mir mal auf Facebook was gepostet, als das gerade so total gehypt wurde mit Aufschrei. Dann hat er gesagt, er kann die Deutschen, ein Franzose wohlgemerkt, der hier lebt, er hat gesagt, er kann die deutschen Frauen nicht verstehen, dass sie sich darüber so aufregen. Aber da ging es ja darum, dass ein Politiker, eine Journalistin, die das auch noch provoziert hat, ein Kompliment gemacht hat, das sie dann als anzüglich dargestellt hat. Okay. Und dann hat er gesagt, er kann die deutschen Frauen nicht verstehen, dass sie sich da so aufregen. In seinem Land ist es so, dass sich die Frauen aufregen würden, wenn sie kein Kompliment kriegen. Das klingt jetzt alles erstmal so ein bisschen lustig und so weiter, aber tatsächlich ist es schon so, und das ist so mein Eindruck, auch aus der Männersicht, dass in Deutschland Frauen sich über jeden Versuch eines Kompliments, nicht nur über die, die zu weit gehen, ja, dass es die gibt, brauchen wir nicht diskutieren, sondern über jede Art von Kompliment entweder aufregen, sie ignorieren oder sie runterspielen, anstatt auch mal Danke zu sein, sich zu freuen oder offen zu sein. Und das geht dann hin ins Verhalten, wie man einfach miteinander umgeht. Frauen, habe ich manchmal so das Gefühl, tun sehr, sehr viel dafür, dass die Männer sich gar nicht trauen, sie anzusprechen. Ich will das jetzt nicht speziell auf Alexandra münzen. Ich kenne sie nicht. Ich habe auch das Profil jetzt nicht angeschaut wie du. Sondern das ist was mir so wahnsinnig häufig auffällt. Und deswegen bin ich auch so ein Gegner von diesen Debatten um Aufschrei und MeToo. Nicht, dass alles, was zu weit geht, verurteilt werden soll, da bin ich vollkommen eurer Meinung. Aber diese Debatten so zu führen, dass es so einen Generalverdacht gibt. Und er führt dazu, dass eben die meisten, und Alexandra bestätigt schon, mit Komplimenten kann ich gar nicht umgehen. Genau, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Hat nämlich sehr viel mit Selbstwert zu tun. Ja? Und was in Deutschland typischerweise passiert, und ich bringe Einzelbeispiele, aber im Prinzip läuft es immer so. Wenn du in Deutschland einer Frau ein Kompliment machst, übrigens auch Frauen untereinander, was ja häufiger vorkommt, also eine Frau sagt zur anderen, du hast ein tolles Kleid an. Wisst ihr, was dann die Standardantwort ist? Hat nur 19,90 bei H&M gekostet. Ja, aber ja, so ist es doch. Ach, anstatt zu sagen, danke. Ja, jetzt habe ich mir ein bisschen in Rage geredet, aber das ist so. Ja, aber Michael, weißt du, ich glaube, was sie ja sagt, mit Komplimenten kann ich nicht umgehen und so. Das ist ja alles auf einer tiefen Ebene. Ne? Da kann man natürlich Selbstwert. Jetzt üben, aber letzten Endes überdeckt man ja dann nur was. Wenn ja. Eine attraktive Frau und gilt auch für was ist denn schon unattraktiv? Ja, aber Attraktivität kommt ja von innen. Aber wenn eine Frau, wenn man auf das Profil geht, wo man sagt, ja, schon eine attraktive Frau, solche Sachen sagt, dann wird es meiner Meinung nach, wenn du es verändern willst, Alexander, das ist ja immer die Frage, es Zeit, da mal deine Zeit rein zu investieren und wirklich dran zu gehen an die Wurzeln, weil da, wenn du da nicht rangehst, dann kannst du das Verhalten 100-mal ändern, dann lernst du vielleicht sogar einen kennen, du kommst mit dem zusammen, aber irgendwann wirst du dir die Frage stellen, naja, liebt der mich wirklich, meint er das ernst, was ist der eigentlich mit mir zusammen, das ist ja auch oft, dass Frauen sich und auch Männer sich verlieben in das Gegenüber oder ins Gleichgeschlechtliche, geht natürlich auch für homosexuelle Paare, die einem was geben, wo man sich jahrelang nach gesehnt hat. Und dann fällt man in so eine Wolke und aus dieser Wolke will man nicht mehr raus, dann hält man dran fest. Ich hatte vorhin noch gelesen, warum stellen wir denn Erwartungen? Ja, ohne Erwartung ist alles besser. Naja, wir stellen immer eine gewisse Erwartung ans Leben, ans Gegenüber. Ja, ich versuche die auch klein zu halten, die Erwartungen, und auch immer zu hinterfragen, was sind das für Erwartungen? Ich glaube, so ganz ohne Erwartung funktioniert das Leben nicht, ja, weil du erwartest auch von mir, dass wenn du reinschreibst, 18.30 Uhr gehen wir live, erwartest du auch, dass ich dann komme um 18.15 Uhr, damit wir
gucken, ob die Technik klappt, auch wenn sie dann im Live-Talk, das ist halt immer die Gefahr von einem Live-Talk, gerade gehangen hat. Aber ich erwarte das auch, dass ich sage, ich gehe mit dem Michael live und dass du nicht sagst, ach, heute ist das Wetter schön. Ja, also ich glaube, gewisse Erwartungen haben wir ans Leben. Ist auch in Ordnung. Natürlich. Und ich glaube, das ist ja auch verpflichtend. Aber ich glaube, wir müssen gucken, welche Erwartungen haben wir denn? Ja, das ist doch die Frage. Was erwartet womit wir wieder bei der Balance sind. Also das ist, es geht halt immer um Balance, genauso wie Toleranz bis zu einer Toleranzgrenze geht und nicht ins Unendliche, weil das ist ja auch so ein Thema, wo immer gerne drüber gesprochen wird. So ist es auch mit Erwartungen. Und ich will das jetzt nicht vertiefen, weil das alleine führt, wäre ein ganzes Thema, aber dieses Thema Authentizität. Wo auch viele denken, ich muss einfach so sein, wie ich bin. Nein, das reicht nicht. Manche sind zwar toll, wie sie sind, aber manche sind es halt auch nicht. Sondern was wir erwarten von anderen Menschen ist, dass sie in sich stimmig sind. Also sprich, dass zum Beispiel, wenn sie etwas sagen, die Körpersprache dazu passt. Man sagt dann im NLP zum Beispiel, der ist kongruent. Und das muss nicht unbedingt sein, dass diese Person immer so ist, weil ein Penner ist auch authentisch und deswegen ist er trotzdem noch nicht gleich bei jedem beliebt. Das soll jetzt nichts gegen Penner sein, nur um ein plastisches Beispiel zu haben, sondern Authentizität hat auch was zu tun und ich nenne das eben professionelle Authentizität. Ich habe da ein ganzes, fast 300 Seiten starkes Buch drüber geschrieben. Professionelle Authentizität ist was anderes als das, was wir meistens unter Authentizität verstehen, weil die Authentizität per Definition ist, sich nicht an Erwartungshaltung anderer zu richten. Nur wenn du schlecht gelaunt bist und du zeigst das jedem, dann wirst du ganz schnell keine Chancen bei irgendjemand haben. Und deswegen geht es auch hier immer, die richtige Balance zu finden, auch eben die Erwartungshaltungen. Wir leben in einem System, wir wollen mit anderen Menschen was erreichen, nicht nur Partner, sondern auch geschäftlich oder in jeder anderen Beziehung. Und da gehört es natürlich dazu, dass wir auch Erwartungshaltungen anderer erfüllen, bis zu einem sinnvollen Maß, nicht drüber hinaus. Also nicht uns verkaufen, um quasi alle Erwartungshaltungen zu erfüllen. Ich glaube auch, wir verstecken uns oft dahinter, zu sagen, so bin ich halt. Ja, genau. So bin ich halt. Und ich finde das okay. Ich sage auch bei manchen Sachen, sage ich, so bin ich. Das habe ich lange genug beleuchtet. Ja, auch wieder Balance. Wo ist es in Ordnung, wo ist es verstecken? Und wenn du damit nicht leben kannst, ist es umgekehrt genauso, ist es für dich völlig in Ordnung. Aber dieses, so bin ich halt. Und dann kommt noch dieses trotzige fünfjährige Kindheits-Ich. Da verstecken wir uns hinter. Aber dem einzigen Menschen, dem wir damit schaden, ist uns selber. Das muss uns immer klar sein. Wir schaden nicht dem anderen. Also auch zum Teil. Ne? Ja. Aber meistens schaden wir uns selber, weil wir permanent gegen uns selber steuern. Ja? Und eigentlich. Es ist so einfach zu sagen, so bin ich halt, weil dann muss man nichts ändern. Und wenn du aber dann wird es auch nicht besser. Bestimmt auch bei deinen Kursen, wenn du hinterfragst, ja, wie bist du denn genau? Ja, was sind denn deine Werte? Ja, was sind denn deine Glaubenssätze? Was sind denn deine Träume? Dann kommt oft, ja, das weiß ich nicht. Und dann weiß ich, dann kann man den Spruch nicht sagen, so bin ich halt. Also dann ist man halt so, dass man oberflächlich bleibt und das ist natürlich auch eine Aussage. Ne? So bin ich halt, oberflächlich, gehe nicht in die Tiefe, ich beleuchte mich nicht selbst. Das wiederum erwarten wir aber oft von unserem Gegenüber. Ja, betrachte dich doch mal ganzheitlich, schau doch mal hin, rede doch mit mir. Vorhin habe ich gehört, Männer reden viel, aber halt nichts Tiefgründiges. Wenn man so über Männer... Ja, da schreibt auch Biggie, mein Ex-Mann war super im Reden, nur nicht über Wichtiges, genau. Ja, habe ich auch einen gehabt, aber der passte genau in die Zeit rein, wo ich jemanden brauchte, der für mich das Wort ergriff. Ja. Aber irgendwann war ich dann halt wieder da für die tiefgründigen Themen. Und jetzt habe ich noch einen Mann, mit dem kann ich stundenlang, tagelang philosophieren und super. Tiefgreifen. Besser geht's doch nicht. Ja, aber es ist eine Einstellung und es ist natürlich. Eine Entscheidungssache. Man muss sich entscheiden, genau. Ich möchte mich selber, wenn du dich selber besser kennst, vergraust du die Männer, die nur oberflächlich, die laufen weg. Hatte ich jetzt beim Seminar auch. Manche Menschen haben mit mir 5 Minuten gesprochen, haben sie gemerkt, oh, das tut aber weh, mit der zu sprechen. Ja? Und mit anderen habe ich bis nachts an der Bar gesessen und philosophiert und gequatscht. Und da ist doch auch dieses Thema. Das Wehtun kann aber heilsam sein. Ja, ich will noch kurz was sagen zum Thema Vertrauen. Ja, ich war ein ganzes Wochenende auf dem Seminar, 3 Tage weg. Ja.
Aber mein Mann hat trotzdem das Vertrauen, dass ich da abends nach der Bar auch allein ins Zimmer gehe. Ja? Und das ist doch etwas, was mit Urvertrauen auch zu tun hat, mit seinem eigenen Vertrauen, dass er so ein Ehemann ist, der es gar nicht verdient hat, betrogen zu werden. Und hätte ich doch auch das Problem. Dominik, jetzt musst du aber ein paar Herz hinschicken. Der ist am Arbeiten. Der ist tatsächlich heute nicht online, weil der gerade an dem Video, ich nehme ja die Challenge gerade. Ja. Apropos, wir müssen langsam zum Ende kommen. Du hast bald einen Termin, aber wir haben ja noch, machen wir mal ganz schnell noch die, damit sich da niemand benachteiligt wird. Also Ramona schreibt noch übrigens ganz witzig, sie schreibt erstmal als Kommentar, oh ja, das kenne ich, also es bezieht sich auf das von Alexandra und wenn es doch passiert, also das Ansprechen oder ähnliches oder das Kompliment, bin ich völlig überfordert. Gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es ein Verschreibfehler ist, aber sie schreibt oben Otte Willig, ich nehme an, es ist ein Doppelname, aber weil das Willig kleingeschrieben ist, klingt das so, wie wenn ich bin immer Willig. Ja, das ist was Männer darauf. Ja, aber es passt zu dem, was sie sagt, nicht deswegen, nein, so meinte ich das nicht, sondern weil es zu dem passt, was ich sage. Nein, also wenn man überfordert ist bei einem Kompliment oder wenn man angesprochen ist, dann hat das natürlich auch sehr viel mit dem Selbstwert zu tun, nämlich dieses, der findet mich toll, aber das habe ich doch eigentlich gar nicht verdient. Und da sind wir genau beim Gleichen, also ob es jetzt Kompliment oder Ansprechen oder ähnliches Positives ist, dass viele damit nicht umgehen können, wenn sie irgendwas Positives hören. Und dann eben den anderen, entweder spielen sie es runter oder sie werden rot, schauen weg oder sie machen dann den anderen irgendwie negativ an, indem sie das geht doch nicht oder ähnliches. Aber lass uns mal weitermachen, wir haben noch ein paar mehr. Wo waren hier noch was? Mit den Komplimenten, das hatten wir schon. Nee, dann haben wir sogar fast alles, oder? Wann hast denn du deinen Live-Talk? In einer halben Stunde, jetzt oder? 20, 30, jetzt haben wir 10 vor. Ich muss noch mal ein bisschen lesen, was die Leute so geschrieben haben. Ich glaube, wir haben die Fragen haben wir alle durch. Wenn noch was fehlt, dann bitte. Ja, ich glaube, dass du so heißt, Ramona, aber das W ist, glaube ich, kleingeschrieben und deswegen klang das so. Also. Ach so, jetzt nicht. Okay. Also ich glaube, Michael, wir müssen irgendwann nächste Woche oder übernächste Woche machen wir nochmal einen Live-Talk. Unbedingt. Auf meiner Seite, ja. Also man sieht schon, man könnte den ganzen Tag drüber reden. Ja. Und vieles wirst du ja jetzt in deiner Challenge machen. Genau, vieles sage ich. Ich um 20:30 bin ich live in meiner Challenge. Das heißt, wenn du noch nicht dabei bist, Michael postet sicherlich nochmal den Link gleich rein. Ja, ich suche ihn gerade. Kannst du dabei sein, kriegst noch die erste Aufgabe, musst du halt dann nacharbeiten. Aber wichtig ist halt, wie gesagt, man muss die Fragen beantworten, wenn man in meine Gruppe kommt. Sonst kann ich auch, wenn du bei der Challenge angemeldet bist, ich kann nicht die Namen kontrollieren, sondern einfach Ja schreiben, das reicht. Ne? Und dann kannst du mir da Fragen stellen. Ich kann ja mal sagen, heute geht es um den Notfallkoffer des Lebens. Was packt man da alles rein? Was hat man für gute Gefühle? Und da fängt schon der ein oder andere an zu schwimmen. Ja? Also mal dieses Bewusstsein für gute Tage erwecken. Und dann kannst du natürlich auch als Tipp für dich selber machen. Aber da habe ich natürlich ein 15-minütiges Video. Dann gibt es noch ein Video in der Gruppe von heute Morgen, wo ich ein bisschen was dazu sage. Und dann gibt es gleich natürlich den Live-Talk. Das heißt, es gibt ja die Menschen, es gibt ja zwei verschiedene Menschen. Menschen, die hier einfach schreiben und sagen, ja, das ist jetzt schön und dann lebe ich aber so weiter. Und es gibt Menschen, die sagen, hey, die beiden haben recht, wow, das hört sich irgendwie sinnvoll an. Ich probiere mal diese kostenlose Challenge aus. Ich kann nur gewinnen. Ja, das ist auch, was ich heute Morgen gesagt habe. Man macht es für sich selber. Dann schenke ich mir die Zeit. Und es kostet außer Zeit, die Zeit ist allerdings wichtig, außer Zeit kostet es nichts. Genau, außer Zeit kostet. Und die Zeit ist aber wirklich wichtig, also nehmt euch die Zeit. Ich kenne es von mir selber, ich habe ja auch schon das ein oder andere mitgemacht, ich biete es ja nicht nur an, ich mache ja selber auch mal das ein oder andere wo mit. Und die Zeit zu nehmen ist ganz, ganz wichtig, weil du machst es für dich. Genau. Das ist deine Zeit, die du für dich investierst. Das ist für dich wichtig. Und es ist manchmal auch nicht so angenehm bei mir. Ihr merkt schon, ich bin knallhart und geradeaus, ja. Und ich bin sehr, sehr viel auf der Identitätsebene unterwegs und Glaubenssatzebene, ja. Und das ist manchmal unangenehmer, aber es wirkt halt. Und ihr wollt ja nicht etwas Kurzfristiges, sondern ihr wollt ja Wirkung. Und Alexandra schreibt schon, der Notfallkoffer tat mir auf jeden Fall gut. Ja. Das ist schon mal schön, weil dann ist Alexandra bei dir dabei. Das finde ich super, Alexandra. Und ich bin mir sicher, am Ende der 7 Tage kannst du auch Komplimente annehmen und du wirst auch mehr bekommen.
Ja, hab das schon nach 7 Tagen. Ich bin immer vorsichtig mit Versprechen. Was ich aber versprechen kann, Das ist, hast, habe ich versprochen, nicht du. ja, genau. Aber die Leute sagen, ja, Michael hat gesagt, nach 7 Tagen. Was ich aber versprechen kann, ist, dass du dich schon besser verstehst nach den 7 Tagen, dass du dich auf jeden Fall besser fühlst und dass du zuversichtlicher ins Leben gehst. Immer natürlich die Voraussetzung, dass du aktiv mitmachst und dir die Zeit schenkst. Und von daher lade ich jeden ein, es auszuprobieren. Diese Runde, die erste Runde, bin ich noch live immer dabei. Da kann man mir Fragen stellen. Und danach, also die nachfolgenden Challenges gibt es halt, kann man halt die Aufzeichnung dazu erwerben. Da, weil ich kann ja nicht jede Woche in so einem Pensum live gehen. Dann kann ich leider nicht mehr meine VIPs so betreuen, wie sie es verdient haben. Von daher nutzt die Chance, mir auch Fragen zu stellen. Sei da. Und an euch, die jetzt live dabei waren, jetzt sind ja auch schon einige raus, ist klar, ne? Wir haben jetzt sehr lange Boah, gemacht. wir haben noch 20, das ist schon ganz gut für das, dass Genau. wir schon so lange machen. Das ist richtig gut. Super, ne? Also wir haben ja fast 1,5 Stunden gemacht. Aber wenn ihr uns etwas zurückgeben möchtet oder auch dem Michael, teilt doch einfach mal das Video und schreibt, hey, ist wirklich sehenswert, ja. Weil ihr seid ja nicht die Einzigen, die noch nie vielleicht irgendwie davon gehört haben, dass das was mit dem Selbstwert zu tun hat oder mit der Selbstsicherheit etc. Also das tut auch nicht weh. Ne? Ein Like und einmal teilen tut nicht weh. Auch übrigens den gerne von gestern. Ich meine, der war ja Genau. auch klasse. Von gestern war natürlich Krönung, der war Und gestern natürlich gab es keine technischen Probleme wie keine heute. technischen Probleme und wir waren voll im Saft. Ich vor allem, also ich bin heute schon, man merkt das heute ein bisschen kaputt, Bisschen. aber ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Gibt es Schlimmeres. Ne? Also wenn ihr uns eine Freude machen wollt, teilt den gerne und damit mehr Leute wissen, es gibt auch einen Ausweg aus diesem Hexenkessel. Das ist ja Ja, auch das. genau. Und das funktioniert auch wirklich. Super. Liebe Mariam, ich danke dir, dass du dabei warst. Es war wieder spannend, auch wenn du heute ein bisschen weniger, also sagen wir mal nur 90% deiner Energie hattest, aber immerhin. Und die ist immer noch mehr als bei den meisten anderen. Ja. Aber es war spannend. Wir haben, glaube ich, wieder gute Gespräche geführt. Wir haben viele Tipps gegeben. Auch wenn wir manchmal beide gleichzeitig reden, das gehört halt dazu, dass wir kennen uns seit, ich glaube, ungefähr 10 Jahren. Da ist es halt manchmal so. Rechnest du gerade? Ja, ich rechne gerade. 2007, ja. 2000, nee, 2000, ja, doch 2007, 11 Jahre jetzt. 7 oder 8, 11 Jahre sogar schon, genau. Lieben Dank auch an alle, die dabei waren und vor allem an die, die fleißig hier gefragt haben, sich ausgebreitet haben, sprich auch von sich was preisgegeben haben, denn das macht es wertvoll. Ihr habt ja gesehen, wir haben heute vor allem auf das reagiert und nicht irgendwie unser vorgefertigtes Konzept, hat man eh keins, abgesehen davon, vorzubringen, sondern wir sind auf eure Sachen eingegangen und deswegen ist es so wichtig, dass ihr mitgemacht habt. Herzlichen Dank dafür. Ja, und dann wünsche ich euch allen vor allem ganz, ganz viel Spaß, Freude und Riesenerfolge bei der Challenge von der Mariam. Ja, und Mariam, wenn du noch was sagen möchtest, bitteschön. Ich danke dir, ne, für den Sendeplatz hier und für die Gerne. wieder sehr, sehr schöne Unterhaltung, weil davon lebt so ein Interview natürlich, finde ich, ne, dass man gegenseitig sich auch die Bälle zuschmeißt, dass die Leute Fragen stellen, ne, weil sonst könnten wir einfach was aufnehmen und es hochladen. Ja. So finde ich das wirklich ganz, ganz klasse. Und von daher hoffe ich, dass du in der Challenge dabei bist, dir was Gutes tust oder den nächsten Kurs halt bei Michael machst oder beides. Man kann ja auch sowohl das Genau. auf das Auf andere machen. meiner Seite findet ihr auch ein Freebie zum Thema Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein. Ja, Freebie ist etwas, was ihr kostenlos runterladen Ja, könnt. genau. So. Ja, und bleibt einfach dran. Ja, Ja, bleibt einfach dran. genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Die meisten sehe ich gleich, hoffe ich, um 20:30 Uhr. Und sage erstmal einen schönen Abend, Michael, und schöne Grüße nach Alles, Regensburg. alles Gute, auch schöne Grüße nach Hamburg und an alle, die da draußen zugehört haben. Alles Vielen Dank. Liebe. Ciao, Tschüss. ciao.